Afwan Achi, hat ein bisschen länger gedauert, weil wir haben noch kurz ausgesprochen. Der Bruder Abdel Karim wollte auch ein bisschen, inshallah, mit dir reden. Ich sehe den Bruder nicht. Ja, Ja. er ist mit. Ach so, es ist ja so mit Absicht Das gemacht. ist mit Absicht genauso, weil ich zeige mich nicht der Öffentlichkeit, weil ich Angst habe, dass die Leute einen verzaubern können oder einen ärgern können. Genau. Genau. Nochmal, dass die Leute was verzaubern können? Was meinst du damit? Genau, ich betreibe Rukia und deswegen die Leute sollen nicht auf mich Seher machen. Sie sollen nicht auf dich Sihr machen? Genau. Und wie sollen sie das machen? Durch TikTok? Durch mein Gesicht. Die machen dann Foto. Sie machen dann Foto und dann? Und dann können sie mich verzaubern mit Allahs Erlaubnis. Und woher hast du diese Information, dass man durch Foto einen Zauber machen kann? Bruder, ich bin Raki seit über 7 Jahren. Und ich bin Raqi seit über 30 Jahren. Dann hättest du Also, mehr Rukia machen sollen. dann sag mir mal bitte nur, ich möchte wirklich nur wissen, wie macht man Sihr durch, ich meine, haben wir irgendeine Grundlage darüber? Sonst müssen alle labile, psychisch labile Leute Angst haben, dass ihre Fotos sichtbar sind. Sag mir mal, auf welche Grundlage baust du sowas auf? Also meine Grundlage wird aufgebaut durch ein Ijtihad von Koran und Sunna, die abgeleitet sind von den Gelehrten. Die Gelehrten sagen von Ahlus Sunna wal Jamaa, dass sie sagen, dass der Sahir eine DNA-Spur braucht. Das bedeutet Haare, Bilder, Name, Muttername oder Unterwäsche oder irgendeine Substanz deines Körpers, um die Magie, die beziehungsweise Satane auf dich zu schicken. Und hat ein Bild, einen Spuren von DNA. Ein Bild genügt, damit der Magier dich verzaubern kann. Nein. Dafür brauche ich die Grundlage. Bruder, die Grundlage ist von Koran und Sunna. Im Koran und Sunna, ich kann es verstehen, dass das durch ein Athar, das heißt ein Athar von dir, wie der Prophet, es wurde von seinem Muscht, von seinen Haare. Haare gemacht. Ich kann das verstehen, wenn du sagst, aus DNA und so, darüber können wir auch diskutieren. Aber jetzt das Bild. Das Bild hat kein DNA. Genau, aus deiner Perspektive nicht, aber aus der Welt der Spiritualität gibt es eine DNA, die, eine Spur, die verfolgbar ist. Und die Schiatine DNA. brauchen dann diesen. Verstehst du? Das ist eine Welt, die verborgen ist von El-Raib. Das heißt, der Magier benötigt ein Bild. Und wenn er dich dann sieht, kann er dich verfluchen mit Allahs Erlaubnis. Mein lieber Bruder, wenn man sagt, durch Bild kann man verzaubern, und ich sage dir, ich brauche eine Grundlage, dann darf man jetzt nicht so allgemein begründen, indem man sagt, abgeleitet vom Koran und Sunna. Okay, dann würde ich dir einen Beweis geben, den du dann ableiten kannst. Du weißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das böse Auge ist wahr, richtig? So, wenn das böse Auge wahr ist und diese Wahrheit existiert, das bedeutet im Umkehrschluss, dass man mit dem Auge jeden schaden kann, sowohl verfluchen, stimmt? Ich brauche dich nur zu sehen. Meine Frage wäre dann meine Gegenfrage: Was ist der Grundsatz und was ist die Ausnahme? Was ist der Grundsatz? Sind wir Menschen auf dieser Erde in Schutz oder sind wir der Grundsatz, was gilt? Sind wir in Schutz oder sind wir in Gefahr? Diejenigen sind in Gefahr, die sich von Allah Azawajal abgewendet haben, und diejenigen sind in Schutz, die im Tauhid leben. Ja, und das heißt. Warte Das mal, ich heißt muss. im Umkehrschluss, dass der Schaitan freies Spiel hat, indem diejenigen, die sich von Allah abgewehrt haben, zum Beispiel diejenigen, die das Gebet vernachlässigt haben oder diejenigen, die mit der Religion spielen und so weiter und so fort. Entschuldigung, ich komme gleich. Man kann Türen öffnen oder auch schließen, auch selber. Mit gut oder schlecht. Warte mal, Entschuldigung. Mein Akku ist gleich Gerät. alle. Ich muss das unbedingt retten, bevor es. Ja. Ich bin ja nicht in eurer, beziehungsweise in der Rukia-Szene. Ich bin ja auch sehr unwissend darin. Nur ich weiß, dass aus verschiedenen Videos, die ich gesehen habe, auch gesehen habe, dass Bilder ja, ne, gefunden worden sind, wo dann ein Nagel oder ähnliches, also mit Nagel meine ich dann durchbohrt wurde oder irgendwas dort geschrieben wurde. Ja, ne, das kann man vielleicht auch. Wallahu, wie gesagt, ich bin nicht in eurer Szene. Ich kenne mich damit nicht aus und ich enthalte mich von dem, was ich nicht weiß. Oder Tatwum Alisalakabihailm. Ich mische mich nicht ein in Angelegenheiten, die ich nicht kenne, aber aus Erfahrung weiß ich das von vielen Leuten, dass sie irgendwo ein Bild gefunden haben, durchschnitten oder Genau. zerrissen oder andere Dinge, die dazu geführt haben, dass dann zum Beispiel ein Mann mit seiner Tochter ein schlechtes Verhältnis hatte und dieses Bild wurde in der Mitte zerrissen oder ein Nagel wurde dazwischen
gestochen und ähnliche Dinge. Wallahu alam. Das sind Dinge, die ich gesehen habe, von denen ich gehört habe, aber ich enthalte mich von dem, was ich nicht weiß. Ja, genau. Das ist jetzt eine Sache. Treibereien von Leuten, die können machen, was sie wollen. Sie urinieren auf Sachen und machen. Und die können alles machen, was sie wollen. Das ist ihre Welt, ihre satanische Welt. Die Frage ist, was ist der Grundsatz, was gilt? Sind wir in Schutz oder sind wir in Gefahr? Der Bruder sagt, derjenige, der auf Allahs Weg er ist in Schutz. Was meinst du denn damit, wer auf Allahs Weg ist? Also, meinst du das ernst oder ist das sarkastisch gemeint? Nein, nein, ich möchte ja, dass die Leute auch verstehen. Ab wann bin ich in Schutz? Ab wann? Sarkastisch. Ja, es kann ja sein, dass er jetzt gerade Okay. sarkastisch meint, ne? So. Deswegen habe ich ernst Okay. gefragt, meint er ernst? Er hat Ich gesagt, er dachte, meint vielleicht ernst. so rück. Naja, ab wann? Ich meine jetzt, ab wann? Ab welche Stufe des Praktizierens würde ich mal sagen? Ich kann nicht sagen, also sowieso, Allahu Alam, das kann man nicht sagen, ab welcher Stufe, ist ja nicht so ab Level 1 und dann bis Level 100, sondern vielmehr ist das eine Kombination aus der religiösen Sicht. Das heißt zum Beispiel durch Azkar, durch das Gedenken Allahs, ne, durch Okay. die Gebete, durch Koran rezitieren, all diese ganzen schönen Sachen, die dein Iman stärken, bedeutet im Umkehrschluss, dass du insha'Allahu Ta'ala geschützt bist von Allah, umso mehr du deine Aqidah kennst und dein Tawhid. Okay, wenn man jetzt die Adkar Sabahul Masa nicht macht und man geht Na. aus von zu Hause und macht keinen Dhikr und man kommt rein und macht keinen Sunnah Dhikr und man geht Ja. schlafen und macht keinen Sunnah Dhikr und steht auf und macht keinen Sunnah Dhikr, ist so einer in Schutz oder nicht? Nein, der ist nicht in Schutz. Ah, Barakallahu. Und wo ist der Beweis, dass er nicht in Schutz ist? Sage ich dir. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ja, wenn jemand aus dem Haus geht, soll er die Dua sagen, ne? Bismillahi tawakkaltu an Allah. Ihr wisst ja. Dann sagte er in den Hadith, dass er dann geschützt ist bis zum nächsten Tag, schon an einem Beweis durch die Azkar. Du Das hast mir heißt, die, du hast mir die, im ja? Umkehrschluss, Ja. der diese Dua nicht sprechen würde, wäre nicht im Schutz. Ne? Ah, sehr Sag ich gut. dir. Der Umkehrschluss, legitimiert, also bewillige ich hier nicht, weil das ist der Umkehrschluss aus deiner Position. Wenn du etwas beweist, dann sagt zum Beispiel der Prophet Sallallahu sagt, derjenige, der rausgeht ohne Schutz, ohne Dua, er ist nicht im Schutz, zum Beispiel. Ja, aber wenn der Prophet Sallallahu sagt, gehst du raus, dann bist du in Schutz, dann ist das eine hundertprozentige Versicherung. Aber ohne heißt nicht im Umkehrschluss, dass er nicht im Schutz ist. Jetzt meine Frage zu einem Vers. Und dieser Vers ist allgemeingültig. Der Allah Ta'ala sagt im Koran über Banu Adam, nicht über Muslime und nicht über Gläubige. Der Kontext ist über die Menschen. Jeder Mensch, der geboren ist, Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jedes Geschöpf von den Menschen, er wird damit erschaffen, dass Engel, Mu'aqqibat, geh mal in der Koran-Exegese und findest du, dass die Ulama sagen, Mu'aqqibat, das sind Schutzengel. Guck mal, das, was wir hören von den Menschen, Schutzengel, Schutzengel, das ist ein koranischer Begriff. Er hat einen Schutzengel, die von vorne und die von hinten sind, yahfazuna, sie schützen ihn. Yahfazunahu min amrillah. Amrullah, alles was katastrophal ist, alles was masaib ist, wir sind im Grundsatz in Schutz. Und die Ausnahme kann nicht zum Grundsatz werden. Das heißt, wenn wir das verkaufen, was du, Bruder, hier sagst, an labilen Menschen, Frauen, Männer, die sowieso Angst haben und Angstzustände, dann werden sie gar nicht mehr rausgehen können. Und dann werden sie auch nicht mehr Leute treffen können. Und weil sie immer sagen, es gibt ein und er kann mich beneiden und er kann mich fotografieren. Heute kann man die Leute fotografieren, ohne dass man es merkt. Das heißt, derjenige sagt, oh, der Scheich hat gesagt, er kann mich fotografieren und dann sicher machen. Also ich gehe nicht zu meiner Tante, weil meine Cousine mich hat. Ich gehe nicht zu meinem Bruder, weil seine Tochter Ja, aber mich hat. verzeih mir ganz kurz. Jetzt fängst du an, wieder zu übertreiben. Also wir übertreiben nicht und wir untertreiben nicht. Weder habe ich gesagt, geh nicht zu deiner Tante und zu deiner Cousine, sondern ich habe gelegentlich gesagt, dass ich mich schütze. Was die anderen machen, ist denen überlassen. Naja, ich meine. So, jetzt erster Punkt. Zweiter Punkt. Du hast gesagt, dass jeder absolut über die Bene Adam alle Schutz haben. Engel, Schutzengel. Richtig? So, dann frage ich dich jetzt. Dann würde das bedeuten, dass bei jedem, unabhängig vom Muslim, sei es Kuffar oder Muschrik, egal wer jetzt, unabhängig von ihnen, würde bedeuten, wenn du das sagst, dass sie auch Malaika bei sich zu Hause haben, richtig?
Al-Malaika, es gibt ja mehrere Arten von Malaika. Nein, du sagst mir jetzt bitte ja oder nein, ob Ich sie sage dir, Malaika bei ich sich zu sage dir. Hause Jetzt wirst du sagen, Malaika sind nicht in Kufr, also in Ort, wo nicht Muslime leben. Stimmt? Würdest du so Nein, ich wollte dir was anderes sagen. Sag mir. Aber sag mir erstmal diese Sache, ob die Malaika sich in jedem Hof befinden. Natürlich, es gibt mehrere Arten von Malaika. Guck mal, du sollst mir nur sagen, ob die Engel allgemein in jeden Haus reingehen, mehr nicht mehr Ja, und nicht weniger. können sie. So, jetzt guck mal jetzt. Wenn Jibril a.s. sagt zu Rasulullah sallallahu sallam, ja Muhammad, wir kommen nicht wie Engel in eine Wohnung rein, wo Bilder und Hunde sind. Nur bei das, was denkst du, was bei den Kuffaren los? Die Antwort darauf, der Hadith ist bei Bukhari, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auf Gabriel, auf Jibril a.s. gewartet hat. Und er kam nicht zu dem genannten Termin. Und dann, als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihn traf später, er sagt ihm, warum bist du nicht gekommen? Er sagt, man anil jaru. Also, Jaru ist ja, wie heißt das, der Welpe. Der Welpe hat mich gehindert. Genau, und wir kommen nicht, wo Bilder, Skulpturen sind, richtig? Warte mal. Der Welpe hat mich davon gehindert. Dann hat er ihm gesagt, wieso, warum? Dann sagt Jibril, inna, pass auf, ja, inna, genau. Inna, wir. Wir, la, richtig. Entschuldigung. Inna la nadkhulu baytan fihi kalbun aw sura. Wir treten nicht ein in einem Haus, wo ein Hund oder ein Statue ist. Ibn Abdul Barr, rahimahullah, das ist einer der großen Muhaqqiqin dieser Umma, er sagt hier, dieses Inna ist bezogen auf Jibril und Malaikat al-Wahi, auf die Engel der Offenbarung. Das heißt, du würdest, warte, das warte, heißt, warte. Ich beende, ich beende jetzt gleich. Ich beende jetzt gleich. Okay. Wenn du sagst, die Engel allgemein kommen nicht in einem Ort, wo Hunde sind, dann sage ich dir, dann werde ich nie sterben. Weißt du? Dann werde ich einen Hund bei mir haben. Und der ach, Todesengel... Bruder, du kannst einen ganzen Zoo bei dir haben. Das interessiert mich nicht. Nee, schau mal. Ich versuche dir nur zu sagen, wenn du sagst, die Engel kommen nicht, dann kommen die Engel, Todesengel, nicht bei Leuten, die neben den Hunden... Nein, jetzt fängst du an zu philosophieren. Der Todesengel holt die Seele ab. Schau mal. Hör mal zu, Achi. Guck mal. Wenn wir in der Religion gehen, dann gehen wir nicht mit Philosophie ran, sondern wir gehen mit das ran, was wir an Beweis haben. Wir haben einen Beweis von Koran und Sunna, dass die Engel nicht in ein Haus reintreten, wo es Skulpturen und Hunde sind. Das ist der erste Fakt. Nicht die Engel. Dann sagen wir nicht, einen Moment, dann sagen wir nicht, dass der Melek el-Maut nicht, was würde das bedeuten? Melek el-Maut wartet vor Tür und er kann nicht reingehen, um die Seele abzuholen. Das sagen wir niemals. Ich habe dich jetzt gut verstanden. Wir haben zwei Engel, die uns nie verlassen. Raqib und Atid. Einer schreibt das, auf der rechten Seite. Das sowieso. Darf ich mal? Einer schreibt auf der rechten Seite die guten Taten. Und einer schreibt auf der linken Seite die guten Taten. Heißt das, wenn ich jetzt im Haus einen Hund habe, dass diese beiden verschwinden? Nein, das heißt das natürlich nicht. Und was heißt das dann? Du sagst, alle Engel kommen nicht rein in einem Haus, wo Engel, wo Hunde sind. Dann antworte jetzt auf diese Gegend. Guck es ist mal. Eine Philosophie. Nein, nein, ich sage dir das, was Jibril selber gesagt hat. Er hat Jibril, gesagt... Ja, deswegen kommt Abu Umar ibn Abd al-Barr und sagt, hier sind gemeint die Engel der Wahi, der Offenbarung. Weißt was, du, ich wollte eigentlich ein ganz anderes Thema machen. Ja, ich weiß gar nicht, lass uns mal das ich weiß gar nicht, warum wir jetzt auf diese... Lass uns mal erstmal nur das abhaken mit den Engeln. Wenn du sagst, denn du bist jetzt verpflichtet, entweder eine Antwort zu geben oder dich von deiner Meinung zurückzukehren, wenn du mir die Antwort gibst. Was ist mit Raqib und Atid? Sie sind Engel. Du sagst, die Engel kommen nicht rein, wo Hunde sind. Heißt das für dich, dass Raqib und Atid nicht mehr da sind, wenn die Hunde neben mir sind? Bitte Antwort. Guck mal, erstmal, ich bin nicht verpflichtet. Zweitens, und wenn ich nicht weiß, ich sage Alhamdulillah mit großem Stolz, Allahu A'lam. Ja, Barakallahu fik. Deswegen, fertig. Schön, das ist eine gute Antwort. Das ist eine gute Antwort. Deswegen sage ich dir, versuch mal darüber nachzudenken, so wie Imam Ibn Abd al-Barr, der gesagt hat, das kann ja nicht sein, dass alle Engel nicht reinkommen. Ashabul Kahf, die Leute der Höhle, die gelobt wurden, ihr Hund war mit ihnen in der Höhle und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie die ganze Zeit mit Engel geschützt und Raqib und Atid, die Taten schreiben, die sind ständig mit uns. Ja, aber verzeih mich, das heißt, das Problem ist,
Warte mal, Das deine Problem. Aussage am Anfang, alle Engel kommen nicht in einem Haus, wo Hunde sind, stimmt natürlich nicht, weil sonst Raqib und Atid verschwinden würden. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, egal von den ganz großen Gelehrten, sei es Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sei es Imam Ahmed, sei es Shafi, sei es du weißt, diese ganzen Gelehrten, keiner von ihnen hat gesagt, das, was du sagst. Was siehst du? Dann geh mal bitte, guck Das mal. heißt, du hast mehr Wissen als sie? Nein, ich habe dir gesagt, Ibn Dann Abdul warum Barr. sagst du zu mir, dann Bruder, siehst ich du? möchte nur wissen, kennst du Ibn Abdul Barr? Guck mal, ich kenne ihn nicht. Und was soll das bedeuten dann? Wenn. Damit du weißt, wer Ibn Abdul Barr ist, das ist eine Enzyklopädie der Rechtsschulen und der ist Abu Umar. Sie sagen, das war einer in der Stufe, dass er Malik und Schafi'i und so weiter in Form von Ijtihad widersetzt. Er war von höchster Kaliber. Das ist ein großer Imam. Alleine sein Buch, At-Tamhid oder Al-Istidkar, das sind Enzyklopädien nach allen Rechtsschulen. Das ist ein großer Alim, großer Gelehrter. Er sagt zu der Überlieferung, die sagt, niemals kann es hier gemeint, dass alle Engel nicht in einem Haus reingehen, wo Hunde sind. Hier ist gemeint, Inna, Jibril sagt wir. Das heißt, Offenbarungsengel kommen nicht rein. Und er hat diese Frage gestellt, die ich dir gestellt habe. Was ist mit Raqib und Atid? Und was ist mit den Schutzengeln, die mit uns immer sind? Und was ist mit Malakul Maut? Und was ist, wenn du keine Fragen dafür hast, statt dass du dich zurückziehst und sagst, ich habe nie gehört, dann hast du heute gehört. Schau mal, ich habe die Be meine Beweise genannt. Ich habe dir gesagt, welche Gelehrte das gesagt haben. Und ich habe dir gesagt, wo ich nicht weiß, Allahu alam. Heißt aber nicht, dass ich unbedingt alles wissen muss. Du hast mich gefragt über den Gelehrten, ich weiß es nicht, Allahu alam. Dann ist gut. Aber ich habe zu dir gesagt, ich sage, Sheikhul Islam Temi hat nicht so gesagt. Ich sage, Imam Ahmed, Shafi'i, ich sage so und du sagst, ja, siehst Dann du. bleibt die Frage, denn die bleibt jetzt die Frage, meine Frage, die ich gestellt habe, bleibt unbeantwortet. Inshallah. Ich wollte eigentlich mit dir über ein ganz anderes Thema reden. Ich weiß nicht, wieso du unbedingt über die Welt der Rukia sprechen wolltest. Ich möchte nicht. Wer hat das gesagt? Nein, Bruder Abdul Karim, Bruder, er ist reingekommen, er hat auch subhanallah nur wegen deinem Bild, Aber weißt du, er ist natürlich, reingekommen. ich weiß Aber natürlich warte, ganz schon kurz, in meinen Hintergedanken, ne? Habibi, ganz kurz, Bruderherz, ganz kurz, Mashallah, ihr habt alle mehr Wissen als ich zu 100%. Aber was ich nur denke, und vielleicht wäre es wie sagt man, eine gute Sache, wenn ihr euer Wissen, was ihr jetzt hier habt, das ist ja auch sehr speziell und sehr hoch, Mashallah, könntet ihr vielleicht auch, wenn du möchtest, kann ich dir seine Nummer geben. Ihr könnt auch gerne euch unterhalten, privat, über bestimmte Themen. Wenn du Interesse hast, inshallah, wäre ich bereit. Ansonsten kannst du auch eventuell diese Sache ansprechen, die du auch ansprechen wolltest, sodass wir vielleicht, inshallah, so auch gemeinsam, vielleicht hat man nicht die gleiche Meinung, aber nicht, dass unsere Herzen auseinandergehen. Das ist so meine Nein, Absicht. also Barakallahu fik dafür, mein Bruder, aber ungern möchte ich meine Nummer geben. Ne? Barakallahu Kein, fik. nee, ich kann ihm seine Nummer geben, also, wenn du möchtest. Nein, Barakallahu fik, Kein Achi. Problem. Entschuldigung, Bruder, bevor du gehst, du hast gesagt jetzt, du hast nur gesagt, dass Ibn Taymiyyah diese Meinung vertritt. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass Ibn Taymiyyah genau die Meinung vertritt, die ich dir gesagt habe. Ibn Taymiyyah sagt, das geht gar nicht. Ich lese dir, was Ibn Taymiyyah genau sagt. Ja? Das ist in dem Buch Madarij al-Salikin. Das ist in Band 3, in der Seite 250 und 251. Und es ging genau um den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Engel kommen nicht in einem Haus, wo ein Hund und eine Statue da ist. Da sagt Ibn al-Qayyim in seinem Buch, Sami'tu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul. Ich hörte den Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah sagen, إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس به في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إيش ليزا أسمان اعتداد بها في إذا أخلف إذا كان القلب طهارة Also, er macht so einen Vergleich, dass das Herz, also hier ist es eher auf Spiritualität, dass das Herz, der mit den Hunden der Shahawat voll ist, dass die Erkenntnis von Allah subhanahu wa ta'ala nicht reinkommt, aber es ist nicht das, was ich gesucht habe. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich was ganz anderes ansprechen. Guck mal,
Also Abdulazim, ne? Schau mal. Ich sag dir ehrlich, du hast natürlich mit Sicherheit, das nehme ich dir auch nicht ab, du hast mit Sicherheit unsere Jugend von allen Jugendlichen extrem geprägt. Das ist etwas, was dir gehört, und das werde ich dir auch niemals wegnehmen. Du hast uns wirklich damals, Alhamdulillah, bereichert, ermahnt, gute Predigten. Wallahi, nach Khutbah, unsere Imame sind alle bis zur Decke gegangen, Allah Mubarak. Das waren echt schöne Zeiten. Und dann umso trauriger war das dann für mich, also ich rede jetzt für mich, ich kann nicht für alle reden. Für mich wirklich, ich war sehr, sehr traurig, subhanallah, als ich dann gesehen habe, nach und nach, was dann mit dir passiert ist, hat mich wirklich emotional getroffen. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die einen auslachen und dann sagen, du willst dieser Muschrik und dieser Käfer, das will ich, so ein Typ bin ich gar nicht, sondern es hat mich wirklich verletzt. Ich habe wirklich gesagt, subhanallah, wie konnte das passieren? Weil du gehörtest zu uns damals, zu den Vorbildern. Du warst, mashallah, yani tabarakallah, du hast deine Stimme, alles, es war stabil, weißt du, Allahu Akbar. Und dann, du weißt selber, dann sind viele Sachen passiert, dann habe ich mich erschrocken. Ne? Da sage ich dir ganz ehrlich, subhanallah. Natürlich, mein größter Wunsch ist es für dich, ich wünsche dir wirklich das Beste vom Besten. Wallahi, Bruder, das mache ich nicht aus Spaß oder aus Witz. Nein, nein. Möge Allah Azawajal, wallahi, Oqsum Billah, deine Brust öffnen, dich recht leiten, dir diesen Iman von damals wieder in deine Brust reingeben. Wallahi, das würde ich mir wünschen, subhanallah. Ich sage dir ehrlich. Und dann wollte ich noch einige Punkte ansprechen. Und zwar leider, das ist etwas, du kannst natürlich dann auch darüber reden. Leider wegen Leute, jetzt, ich muss das so sagen, verzeih mir, wegen Leute wie dir werden Leute wie ich als Khawarij betitelt. Warum? Wir sind Leute, wir versuchen uns, für die einen oder anderen ist es streng, für die anderen ist es normal. Sami'na wa ata'na, wir hören und gehorchen. Wir versuchen wirklich nach Koran und Sunna zu gehen, aber weil du dann gekommen bist mit den Lehren die leider unter Meinungsverschiedenheiten sehr weit weg war, wie zum Beispiel, sei es Musik oder sei es egal, was es war, sind dann Leute wie ich auf der Straße als Khawarij betitelt worden, und das jeden Tag. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht wegen das genommen werde. Warum? Sie hören dich und sagen, warum kann er nicht so sein wie Abdulazim und Musik hören? Warum kann er nicht den Käfer und den Muschrik zum Totengebet gehen und sagen, Rahimullah? Warum kann er nicht so sein? Weil ich versuche, nach Koran und Sunna zu gehen, ist mir jetzt das passiert. Was soll ich machen, Subhanallah? Verstehst du? Ja, erstmal Barakallahu fik für deine Grundeinstellung, dass du trotzdem für deinen Bruder das Beste wünschst und dass du sagst, niemals würde ich über meinen Bruder sagen, er sei Kafir oder Dal oder Mubtadi oder Sindiq oder. Und das zeigt, Alhamdulillah, von Charakter und zeigt auch von Taqwa in deinem Herzen und dass du achtsam bist mit deiner Zunge. Und Alhamdulillah, das ist etwas, wofür du Allah subhanahu wa ta'ala danken sollst. Wir haben vor, bevor du kommst, wir hatten genau dieses Gespräch. Und wir haben festgehalten, dass leider die Fitna, die gemacht worden ist, das ist von Fitna-Trägern, die entweder meine Worte aus ihrem Kontext herausgerissen haben oder Verleumdungen über mich verbreitet haben. Und ich sage dir eins, extrem Denkende gibt es in beiden Seiten. Das heißt, es gibt Leute, die bezichtigen den mit Khawarij und weiß ich nicht und Madkhalis und so. Und es gibt auf der anderen Seite, sie bezichtigen ihren Brüdern auf der anderen Seite mit Murji'i, liberal, Bauchkriecher und so weiter. Und weder das noch das gehört zu dem Charakter und der Moral des Islam, was Allah subhanahu wa ta'ala uns in dem Koran gelehrt hat. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا und spricht zu den Menschen Gutes, ehrerbietige Worte. Mein lieber Bruder, das Problem liegt daran, was die Leute an Fitna verbreitet haben. Ich habe diese Leute, die diese Videos geschnitten haben, ich habe ihnen gesagt, fürchtet Allah, ihr macht nur Fitna und ihr macht die Leute unsicher. Und ich habe vorhin gesagt, unsere Religion hat zwei Teile. Es gibt Fundamente, die eindeutig sind,
worüber wir uns alle, die ganze Umma, einig ist, wie die Glaubenssätze, glaube an Allah an jüngsten Tag, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an das Jenseits, an, das sind feste Sätze oder eindeutige Normen, wie zum Beispiel Verbot von Berauschenden und Verbot von Riba und verstehst du, was ich meine? Und dann gibt es ein anderer Bereich, die Ulema sagen, das sind Furu', das sind die Zweige, die sind mehrdeutig. Das heißt, die Ulema haben in den meisten Angelegenheiten der Religion Meinungsverschiedenheiten. Und jeder hat seinen Argumentationsweg dafür. Das heißt, die Ulema sagen, es gibt zwei Arten von Khilaf, von Meinungsverschiedenheit. Es gibt Khilaf al-Muharram. Khilaf, was haram ist, eine Meinungsverschiedenheit, die haram ist, das ist die Meinungsverschiedenheit, die gegen ein Fundament stoßt. Und es gibt Al-Khilaf al-Ja'iz, Al-Khilaf al-Tanawwu', das heißt diese Vielfalt an Meinungsverschiedenheiten, die im erlaubten Rahmen ist. Was ist das? Sie sagen, das ist der Khilaf über Angelegenheiten des Islam, worüber wir keinen eindeutigen Verbot oder Gebot haben. Das heißt, wo die Ulama darauf aus verschiedenen Perspektiven gucken. Und die Ulama haben, alhamdulillah, verschiedene Denkschulen, aber auch Rechtsschulen. Und einer sieht etwas für haram und der andere aber sieht halal. Darf ich was sagen? Schau mal, ich lasse immer die Leute ausreden, aber ich muss manchmal dagegen, damit ich inshallah, weil viele schreiben, warum kommt er nicht zum Punkt und so weiter und so fort. Ne? Das ist, wir wollen inshallah, es geht ja darum, guck mal, für mich gibt es nichts Schöneres, dass Allah dich recht leitet. Warum? Ich bin nicht heiß darauf, dass du in Jahannam gehst. A'udhu billah. Wallahi, niemals. Ich sag doch nicht, hahaha, schön, dass er in Jahannam geht. A'udhu billah. Sondern möge Allah dich recht leiten. Das ist wirklich eine ernste Absicht. Wallahi, ich werde sogar heute für dich Dua machen, dass Allah dich recht leitet, inshallah ta'ala. Es ist mir wichtig, warum? Schau mal, damals gehörtest du von uns, ich rede von unserer Generation, wir sind alle über 30, 33, 32, das heißt, wir haben dich alle verfolgt, ja? Du gehörtest zu uns von den Leuten der Top-Predigern, ja? Ich bin ehrlich, von den Leuten der Top-Predigern. Was ist passiert plötzlich? Wie kannst du mir das erklären? Weil zum Beispiel, du sagst selber, es gibt Grundlagen, wo jeder klar ist mit Alkohol, es gibt Grundlagen mit Tawhid, es gibt Grundlagen, wo sich alle einig sind. Es gibt aber auch genaue Grundlagen bezüglich, dass wenn jemand ein Käfer ist, ist er ein Käfer, ein Muschrik. Es gibt diese, viele sagen, das ist eine Beleidigung. Nein, wenn ich sage zu jemandem Käfer, das ist keine Beleidigung, sondern das ist ein Hukum, den ich abgebe, inshallah ta'ala. Deswegen meine Frage ist jetzt, bezüglich damals den Käfer, du hast zu ihm gesagt, ja, Rahimullah, ne? Das ist ja eine klare Sache, dass er Käfer war. Warum hast du das getan? Also bevor du reingekommen bist, habe ich diese Sachverhalt schon erklärt. Und ich habe gesagt, dass sie über mich gelogen haben. Das ist nur ein Ausschnitt, was dich erreicht hat. Und das ist leider eine Lüge. Dann wieso hast du damals nicht ein Statement gemacht? Habe ich gemacht, wenn du die Lüge über Abdul Adim eingibst, in YouTube findest du eine Klarstellung genau darüber. Dass leider, du gehörst zu den Leuten, die manipuliert wurden, angelogen wurdest. Das heißt, du konsumierst einen Ausschnitt, was danach kommt, widerlegt alles, was davor ist. Dann ist doch jetzt deine Chance. Schau mal, wir haben so viel Reichweite, okay, wie alle dann, hier zusammen. Dann mach ich eine Minute. Abdul Karim, wie viele sind bei dir gerade live? Ich verstehe nicht. Wie viele Personen gerade bei dir live zuschauen? Oben bei rechts. Bei mir sind gerade 176. Bei mir sind knapp 350. Bei dir, Arish? Fast 100. Haben sie so. Bei Ihnen das heißt, wir haben eine gute Möglichkeit, wie du sagst. Schau mal, das ist deine Chance. Wallahi, das ist deine Chance. Warum? Bruder, wallahi, ich meine es ernst. Wie der Prophet Sassim sagt, es gibt nichts Schöneres, eine Seele zu retten. Das ist deine Chance. Wenn du sagst, dir wurde Unrecht angetan, das ist das, was du sagst. Es wurden Videos aus dem Kontext geschnitten. Das ist das, was du sagst. Und wir haben etwas... Ganz kurz, Afon. Leute, hättet ihr was dagegen, wenn die Leute das aufnehmen würden, damit die das nicht immer wieder fragen, damit wir das posten können?
ich habe damit kein Damit Problem, er weil. einmal jetzt macht, inshallah, mit einem Bruder, der auch glaubenswürdig ist, oder mit mehreren Brüdern, meine ich. Verstehst du? Damit wir auch hier die Sache mal aus der Welt geschaffen haben. So denke ich. Genau. Also ich Leute, wiederhole. nehmt auf bitte und postet das. Genau. Also Abdul Azim sagt ja, ihm wurde Unrecht angetan. Es wurden Videos aus dem Kontext geschnitten. Wir alle wurden gänzlich manipuliert und haben nur einen Teil des Videos angeschaut und haben nicht die volle Wahrheit bekommen. Stimmt? Genau. Sag, wenn was falsch ist. Und zudem Abdul Karim, er hat gesagt, dass keine Mashayikh, so wie behauptet wurde, dass zwei zu ihm gegangen sind, um mit ihm darüber zu reden, dass Genau. keine zu ihm gekommen sind, niemand zu ihm gekommen ist. Genau. Schau. Und guck jetzt, das, guck mal, das sind drei Punkte, die du gesagt hast und ich habe sie vor allen Öffentlichkeit gesagt und Allah ist Zeuge darüber. Okay, dann nutze So, verzeih mir, das ist deine Chance, das ist deine Chance, den Leuten klarzumachen, dass du nicht für diesen Weg warst, dass du Tauber gemacht hast, öffentlich. Bruder, Yeah. damit es zu Wieso berichtigen. lachst du, Achim? Ich habe schon eine lange Stellungnahme dazu gegeben. Leider kommen die Leute und hören nicht 1,5 Stunden. Stattdessen nehmen sie 3 Minuten Vorträge, 3 Minuten Ausschnitte und konsumieren das und dann bilden sie ihre Meinung. Leider ist das so. Ja, Hab schon. aber schau mal, Abdulazim, das ist ja dein. Dann Guck lass mal, du mich sagst ja selber, jetzt. Ich verzeih mir bin. ganz kurz, eine Sekunde. Du sagst ja selber, die Leute wollen sich keine eine Stunde Video gucken. Wir machen das innerhalb einer Minute. Das heißt, du sagst, dir wurde Unrecht getan. Du sagst, es wurden Videos aus dem Kontext Genau. geschnitten und alle waren ein Produkt von etwas, was kurz genommen war. Man hat nicht richtig begriffen, die Situation. Genau, was Richtig, diese drei. so ist das, mein So. Lieber Bruder. Ihr wurdet leider manipuliert und angelogen und ihr habt eine Lüge konsumiert und ihr habt darauf eure Einstellung aufgebaut. Und ich weiß nicht, möge Allah Ta'ala, ich kenne sogar den Bruder persönlich, der den Ausschnitt gemacht hat, und er war bei dieser Predigt dabei. Und ich sage ihm: Bruder, wie kannst du das machen, während du weißt, was danach gekommen ist? Du manipulierst doch die Menschen. Genau, Wirklich. und jetzt Ja, meine hör mal zu. Frage, ja, meine Frage ist ja an dich. Du hast ja jetzt die Chance, das Habe ist deine Chance, ne? Ja, ich Dass mache. du öffentlich, guck mal, wir sind ja alle keine Unmenschen, wir sind alle Muslime, wir wollen uns ja als Muslime verhalten. Der Muslim ist, wenn man öffentlich jetzt, guck mal, wenn man etwas gemacht hat, was zum Beispiel Kufr und Schirk ist, und diese Person hat Chance, beispielsweise Tauber zu machen, in Öffentlichkeit, wallahi, wir sind die Ersten, die hier gratulieren, oder nicht? Deswegen frage ich, Abdulazim, Ja. das ist deine Chance. Wie stehst du damals, zu dieser Situation? Ist der für dich ein Käfer gewesen, ja oder nein? Mein lieber Bruder, was ich damals gemacht habe, ich fange immer meine Predigts mit Provokationen, ja, damit ich die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf mich wende. Und ich habe mit einer Provokation angefangen, indem ich gesagt habe: Ich werde euch heute über einen russischen Schriftsteller berichten. Er heißt Leo Tolstoi, ein orthodoxer Christ. Und heute sage ich euch: Rahimahullah, möge Allah sich seiner erbarmen. Die ganze Moschee macht so. Und genau das wollte ich. Aber hier hat man geschnitten und das hat euch verkauft. Jetzt sage ich dir, was danach gekommen ist. Und dann sagst du: Oh. Und Ja, zwar, Bittmänner, du kannst natürlich sagen. Erzähl. ja, genau. Und zwar, ich habe dann nachdem ich die Predigt so eröffnet habe, habe ich gesagt: Meine lieben Geschwister, ich habe gestern das Buch von Leo Tolstoi gelesen, Meine Beichte, ein Buch von 100 Seiten oder 110 Seiten. Und dieses Buch hat mich so berührt. Und zwar der orthodoxe Christ Tolstoi erzählt über seinen Weg zum Monotheismus, zum Ein-Gott-Glaube, sein Weg, der ihn von der Dreifaltigkeit zum Gott geführt hat. Und dann erzählt er über die Zeit vom Christentum und dass er mit vielen Sachen nicht klargekommen ist. Und dann ging er eine Krise durch. Diese Krise, er hat seine Religion verworfen, er ist zum Atheismus und er hat sich mit der Philosophie beschäftigt. Und dann hat er an alles gezweifelt. Dann geriet er in eine schwere Krise, Depression, und er wollte sich umbringen. Und er hatte eine Lustlosigkeit. Er hat keinen Sinn im Leben gefunden. Und er hat mehrmals versucht, sich umzubringen. Und dann ging die Phase ganz weiter, bis er einmal gesagt hat: Guck mal, die Masse von den Bauern, das ist in Russland, die Bauern hier, sie sind alle, sie leben glücklich.
Irgendetwas habe ich in meinem Denken verfehlt. Und dann hat er gedacht, oh, der Glaube ist sehr, sehr wichtig. Ohne Glaube sind wir verloren gegangen. Und dann hat er gesagt, ich kehre zum Glauben zurück, aber nicht zu meinem Ex-Glauben. Denn ich sehe Gott als einzig und alleine. Und ich glaube nur an einen Gott, als Herr und als angebetener Diener, der allein ist, verdient, angebetet zu werden. Und dann sagt er noch dazu, und ich sehe Jesus weder als Gott noch als Sohn Gottes, sondern vielmehr als ein Prophet, wie alle anderen Propheten, wie Mohammed und wie Moses und wie Abraham und so weiter. Und dann war er in Paris und dann hat er l'Imam Mohammed Abdu in Paris getroffen. L'Imam Mohammed Abdu hat ihm ein Buch oder zwei Bücher über die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschenkt. Du kannst heute nach dieser Unterhaltung Google mal Tolstoi und Mohammed oder Islam. Er berichtet selber darüber, dass als er diese Bücher gelesen hat, er war fasziniert von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam und er glorifizierte ihn und lobpreiste ihn. Und man sagt, dass er sogar auf dem Islam gestorben ist. Jetzt pass auf. Pass auf. Allah Ta'ala sagt in Surah Tauba, ma kana li mu'minin, ma kana li nabiyyi wal ladina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Pass auf, zwei Sätze, die sind wichtig. Es steht weder dem Propheten noch den Gläubigen zu, dass sie für die Götzendiener Bittgebete verrichten. Das steht uns nicht. Für die Götzendiener dürfen wir nicht anbeten. Das ist Nummer eins. Und er sagt, insbesondere nachdem ihnen klar geworden ist, dass diese die Leute oder die Bewohner der Hölle sind. Wenn wir den Koran verstehen, das Beste, was du tun kannst, geh mal zu dem Offenbarungsanlass und dann weißt du, was der Koran dir sagt. Erst dann schaffe deine Meinung. Es steht hier, dass in Badr-Schlacht viele von den Gefallenen von Mushrikin, von den Götzendienern, sie gehörten zu den Familien von den Muslimin. Manche haben ihre Onkel gesehen, manche haben ihre Cousins und sie wollten für sie beten, einfach aus Barmherzigkeit. Dann sagt Allah, der Prophet sagt, ich bezeuge, dass die alle in der Hölle sind. Und er hat gesagt, ich sehe sie in der Hölle schmoren. Und dann sagt Allah, es steht euch nicht zu, für die Götzendiener zu beten, nachdem euch klar geworden ist durch den Prophet, dass sie die Höhlenbewohner sind. Aber verzeih mir jetzt, verzeih mir, Bruder, also verzeih mir. Schau mal, du hast ja jetzt gesagt eben gerade, dass er beeindruckt war von der Lehre, er fand wieder zurück zu Gott und er hat gesagt, er sieht nicht Jesus als Gottes Sohn und dies und ne, diese Sachen. Meine Frage ist jetzt, das hat er ja in seinen Büchern geschrieben, das hast du gelesen, ich nicht, darüber kann ich nicht reden. Aber ist er Muslim geworden? War er Muslim zu seinen Lebzeiten? Das ist ja die Sache, mein lieber Bruder. Wenn wir argumentieren wollen, sie argumentieren mit diesem Vers, stimmt? Ja, aber ich frage jetzt gerade, ob er nur Muslim war, mehr weiß ich doch gar nicht. Aber warte mal, wenn man sagt, es ist verboten zu beten, dann sagen wir, für wen? Für die Götzendiener. Und wenn uns klar geworden ist, dass sie die Höhlenbewohner sind, das ist doch Allahs Wort. Das stimmt, aber meine Frage ist doch eine ganz andere. Da müssen wir stehen bleiben, genau da. Für mich, nach diesem Zeugnis von Tolstoi, er gehört nicht mehr zu den Mushrikin. Okay, für dich, jetzt fragen wir von Scharia, war er Muslim, ja oder nein? Nein, es geht nicht um, es geht, Allah sagt, es steht euch nicht zu, für die Mushrikin zu beten. Ist er Mushrik? Mushrik, Götzendiener, betet er andere Götter? Nein, Abdulazim, du verstehst nicht, war er Muslim, Muslim? Mein lieber Bruder, es steht nicht hier, dass man sagt, es steht euch nicht zu, für die Nicht-Muslime zu beten, sondern für die Götzendiener. Und es steht auch dort noch dazu, nachdem euch klar geworden ist, dass sie zu den Höllenbewohnern gehören. Für mich ist weder die erste Sache gültig für ihn, noch die zweite Sache. Weder ist mir klar geworden, dass er zu den Höllenbewohnern, noch gehört er für mich zu den Götzendienern. Punkt! Das,
Das Warte mal, warte verstehe mal, warte mal. Deswegen neige ich dazu, für ihn eine Hoffnung zu tragen, dass Allah ihm vergibt. Ich habe Aber. Hoffnung für ihn, dass Allah ihn vergibt. Warum? Erstmal, er ist ein Gottgläubig. Zweitens, er hat vieles verworfen. Drittens, er ging auf dem Weg. Er hatte ja noch nicht die Ja, Möglichkeit. aber verzeih mir, Warte Abdulaziz, mal, ich warte. möchte. Deswegen habe ich ja immer gesagt, guck mal, Ibrahim a.s. sagt über sogar die Götzendiener. Er sagt, Rabbi, ich habe meine Familie gelassen. Inda wadin ghairi dhi zar'in inda baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu s-salah, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Pass auf, er sagt, faman tabi'ani, fa innahu minni. Ibrahim sagt, o Allah, derjenige, der mir folgt, er gehört mir. Waman asani, der aber mich widersetzt und im Unglauben bleibt. Ja, aber Abdulazim, verzeih mir bei allem Respekt, wir Muslime, wir haben doch einen Grundsatz. Die erste Säule im Islam Ja. ist die Shahada. Meine Frage ist, hat er die Shahada gesprochen? Hat er bezeugt, verzeih mir, hat er bezeugt, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah? Und hat er bezeugt, dass Muhammad sallallahu sallam sein Diener und Gesandter ist? Weil schau mal, Okay, ich mein Freund, treffe sehr, stelle dir jetzt verzeih eine mir, Frage. verzeih Wenn mir, verzeih mir. Tolstoi an Ich Allah. treffe. Ich treffe sehr, sehr viele Menschen auf der Straße, von den Christen, von den nicht, von allen möglichen. Weil die sagen mir auch, wir glauben an einen Gott. Und dann, wenn ich Thema Akida reingehe, wallahi, sie glauben nicht an einen Gott, Ich sie glauben an glaube, alles. ich habe mich genug und klar dargelegt, dass die Ayah über die Götzendiener spricht und darüber spricht, dass es dir klar geworden ist, dass er zu den Höllenbewohnern gehört und er ist für mich weder Götzendiener noch Bruder Abdul Alim. Tfadda. Schon, verzeiht mir bitte. Ich wollte nur zwei kleine kurze Dinge erwähnen. Aber dann, du hast, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht bei der Aya. Du hast gesagt, amanu wird nicht erwähnt. Ma kana lin nabiyyi walladhina amanu ayastaghfiru lil mushrikeen. Aber das ist nicht schlimm. Du ergänzt das ja nur. Du hast es nur vorhin beim ersten Mal gemacht. Ich dachte, es wäre ein Fehler, beim zweiten Mal dann auch. Ist nicht schlimm. Passiert an jedem von uns. Ich weiß, du bist Hafiz al-Quran, mashallah alaik. Ja, kein Und Problem. du bist viel weiter als uns, als wir, was das angeht. Allahumma barik. Schau mal, Achi Abdulazim, ich denke, du hast das Richtige beabsichtigt. Und ich hoffe auch für ihn, nachdem ich diese Worte gehört habe, und ich meine, irgendwo sie mal gelesen zu haben, wallahu alam, dass er, inshallah, zu der Kategorie gehört, die zumindest geprüft werden, bevor Genau. sie bestraft werden. Oder einen Aber Fall. dass man wirklich über ihn sagt, er ist Muslim oder für ihn um Rahma erbittet, wie für einen Muslim. Vielleicht hast du hier den Fehler gemacht. Das kann man Kann nicht an sagen. jedem von uns passieren. Du hast gute Absicht gehabt, kann an jedem von uns passieren. Aber es ist nie zu spät, das zu erklären und vielleicht zurückzunehmen und zu Genau. sagen, ich habe gemeint, inshallah gehört er zu denen, die geprüft Also werden und nicht in Jahannam kommen. ich habe nicht gesagt, dass er Muslim ist. Das haben die Leute verstanden daraus, Ja, weil siehst du für du? ihn um Rahma Deswegen gebeten hast. müssen wir erstmal gerecht in unserem Urteil. Ich habe nicht gesagt, er sei Muslim. Guck mal, ich habe. Aber verzeih mir, du hast doch zu Warte, ihm warte, warte, gesagt, Bruder du hast doch Abdullah. zu ihm gesagt, Rahimullah. Na, warte, bis jetzt hast du mich verstanden. Soll ich nochmal den Kreis wiederholen, Bruder? Aber das ist doch das, was du hast es doch selber gesagt. Du hast gesagt, ich Ja. hab's gesagt. Hast du selber gesagt. Also nochmal zurück, Abdulalim, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Afwan, verzeih mir, ich denke, Aber du hast das Abdullah. Richtige gemeint. Wallahu alam. Nachdem ich das jetzt alles Ja, höre, warte, du hast das Abdullah. Richtige gemeint, aber auf die Ja. falsche Art gesagt. Das ist meine Einschätzung. Ich weiß jetzt, was ich sagen wollte. Danke schön. Imam Ibn Al-Qayyim hat die Menschen in drei Kategorien geteilt. Er hat gesagt, es gibt Muslim und es gibt Kafir und es gibt Menschen, die weder Muslim noch Kafir sind. Ich habe es nicht Sein. gesagt. Ist richtig. Ich habe es nicht gesagt. Weil ihn die Wahrheit noch nicht erreicht hat, aber er kein Götzendiener war, wie gesagt. Wie heißt der Bruder? Warte mal, wie heißt der Bruder? Abdul Karim. Abdul Abdul Karim. Karim. Abdul Karim. Ich vertrete genau die Meinung von Ibn al-Qayyim. Für mich sind die Menschen nicht nur schwarz-weiß, entweder Kafir und Mu'min, sondern es gibt eine Kategorie von Menschen und sie bilden die Ausnahme. Sie sind weder Kuffar noch Muslime. Was heißt das, weder Kuffar noch Muslime? Das heißt, er bezeichnet sich nicht als Muslim, weil er den Islam noch nicht, er wurde nicht eingeladen zum Islam zum Beispiel. Und weder Kafir. Kafir heißt, wenn die Botschaft ihn erreicht hat und er leugnet sie. Weil Allah Ta'ala sagt, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ
Dann ist mir gerade klar geworden, dass ich für dich wahrscheinlich ein Khawarij bin. Denn für mich ist jemand, der ein Käfer ist, und der, also für mich ist jemand ein Käfer, wer den Islam nicht angenommen hat. Und es gibt für mich nicht dazwischen. Entweder gibt es die Muslime oder die Kuffar. Und dazwischen gibt es diejenigen, die geprüft werden bei Allah Azawajal. Und nur Allah Azawajal weiß ihre Situation. Genau, dann vertrete ich die Meinung von Ibn al-Qayyim und du vertrittst deine Meinung. Verstehst aber du? Ja, aber schau mal ganz kurz. Du spielst ja gerade mit den Versen förmlich. Schau mal ganz kurz. Einen Moment jetzt. Du sagst doch gerade selber. Du hast eben gerade gesagt, er ist für mich kein Muslim, aber er hat auch den Islam nicht angenommen, richtig? Nein, nein, ich habe gesagt, er ist kein Muslim und er ist kein Kafir. Beides. Aber schau mal, wie kann es sein, dass jemand kein Muslim ist, aber kein Kafir? Entweder ist er kein Muslim oder ein Kafir. Guck mal, wenn Ibn al-Qayyim hat ja das in seinem Buch geschrieben, ja? Und er hat das nicht aus dem Nichts gesagt, sondern... Ja, ein Kafir, hör mal, mein lieber Bruder, ein Kafir wird als Kafir bezeichnet, wenn die Botschaft des Islam ihn erreicht hat und er hat sie verstanden und daraufhin hat er sie verworfen. Das würde ja bedeuten, im Umkehrschluss für dich, dass am Ende alle Muslime hier auf der Welt sind. Siehst du, habe ich gesagt, dass die Leute Muslime sind? Ja, deswegen, guck mal, schau mal ganz kurz. Ich frage dich jetzt, da ist eine Person, XY. Er bezeichnet sich nicht als Muslim. Wir gehen zu ihm hin, er ist kein Muslim. Ja. Was hat er für ein Hukum? Wie er sich selber bezeichnet. Er ist erst Kafir, wenn er die Botschaft des Islam verstanden hat und abgelehnt hat. So, das macht aber keinen Unterschied, denn wenn er stirbt, ist er mit Tawhid gestorben oder mit Kufr? Mein lieber Bruder, er ist weder mit Islam noch mit Kufr. Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Wir strafen nicht erst, wenn in unsere Botschaft ankommt. Es gibt Menschen, die Botschaft Allahs nicht erreicht haben, die haben das nicht bekommen. Und sie sind gestorben in dem Zustand, in dem sie sind. Guck mal, du Bruder, wärst du jetzt in Brasilien geboren und du bist aufgewachsen in Brasilien, und dann wirst du vielleicht jetzt ein Samba-Tänzer oder irgendwo. Und dann wirst du auch so sterben. Jetzt, dass du die Möglichkeit hast, in einer muslimischen Umgebung aufwachsen zu können, das ist Alhamdulillah. Aber ich rede über die Leute, die davon, die haben keine Botschaft gehört. Du kannst die nicht als Kuffar, du kannst aber die, warte mal, schau mal, ganz gut. Du kannst die so nennen, wie sie sich nennen. Ein Buddhist, er ist Buddhist. Ein Feueranbeter, er ist aber Feueranbeter. Aber schau mal ganz kurz. Allah sagt doch auch in der Surah Bayyinah, dass die Leute, der deutliche Beweis, alle Leute befinden sich wahrlich im Irrtum, in Dalal, bis der deutliche Beweis zu ihnen gekommen. Und Allah sagt dann, verzeih mir, Allah sagt dann, Klammer auf, genau. Mushrikun sagt Allah, Allah nannte sie schon Mushrik, bevor sie überhaupt die Botschaft bekommen haben. Sie bleiben so lange, also bis die Klarheit sie erreicht. Aber, ja, aber wenn die klare Botschaft die Menschen nicht erreicht und sie bemühen sich in dem Leben und sterben, ohne die Botschaft gehört zu haben, Allah straft nicht solche Leute. Aber warte, guck mal jetzt, Abdulazim, schau mal, rezitier mal die Verse nochmal in der Aya, hör mal genau hin, schau mal, rezitier mal nochmal ganz am Anfang. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Guck mal, Allah nannte sie, guck mal, hör zu, Allah nannte sie Kuffar, Kafir, Mushrikun, bevor der Beweis gekommen ist. Bevor. Guck mal, er hat sie so genannt, wie sie sind. Er hat gesagt, Mushrikin und Ahlul Kitab. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Das heißt, sie sind so, bis Al-Bayyina gekommen sind. Ja, Bayyina, Beweis, Al-Hujja. Ich verstehe, was du meinst, aber du hast ein falsches Verständnis zu dem Vers. Nein, ich hab kein falsches Verständnis. Hör mal, Allah Ta'ala sagt, sie sind Kuffar geworden, nachdem die Bayyina zu ihnen gekommen ist. Verstehst du, was ich meine? Schau mal, Allah nannte sie Kuffar, bevor die Bayyina zu ihnen kamen. Nein, das ist falsches Verständnis. Nein, das stimmt nicht. Und guck mal, und das ist jetzt das Problem, weil guck mal, das ist das Problem, was ich dir eben gerade gesagt habe. Wegen Leute wie dir, guck mal, das ist nicht böse, ich meine nicht dich persönlich, sondern ich meine Leute wie ihr. Wegen Leute wie ihr werden Leute wie wir von Ahlus Sunnah wa Jama'ah als Khawarij betitelt. Warum? Wir versuchen, uns an Koran und Sunnah zu halten, indem wir keine Musik hören, indem wir keinen Alkohol trinken, indem wir versuchen, Aqidah von Ahlus Sunnah wa Jama'ah zu gehen. Und weil ihr das so praktiziert, sagen die, warum könnt ihr nicht so sein wie die anderen? Ja,
Mein lieber Und Bruder, dann haben wir das Problem, dass die Leute zu mir sagen, Khawarij. Die Eier haben die Gelehrten so, in der Koran-Exegese steht die Erklärung folgendermaßen. Das heißt, die Ladina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin lam yakunu kadhalik, sie sind nicht so geworden, erst nachdem die Bayina sie erreicht hat. Das heißt, diejenigen, die Kuffar sind von den Mushrikin und von Ahlul Kitab, sie haben diesen Zustand nicht erreicht, erst nachdem sie die Bayina verworfen haben. Das ist Tafsir. Kehr mal zurück. Ich habe diesen Tafsir mehrmals gelesen. Wenn du darüber kein Wissen hast, dann sag nicht, deswegen gehen die Leute in der Irre. So steht in der Tafsir. Das heißt, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. Aber das bedeutet ja für dich, dass absolut jeden hier auf dem Planeten kein Muschrik ist. Nein, ich sage dir doch, es gibt Muschrik, der einen Baum anbetet. Er ist Muschrik. Und wenn er stirbt, mit was ist er gestorben? Wenn er die Botschaft Allahs nicht erreicht hat, das heißt, Bayina hat ihn nicht erreicht. Allah wird ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Höchstens wird er eine extra Prüfung bekommen. Das sagen die Gelehrten, nicht ich. Aber darüber haben wir nicht geredet. Du hast gesagt, man darf die Leute nicht Kuffar nennen, denn es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Stimmt, das hast du gesagt? Ich nenne ihn Muschrik, so wie er ist. Ich nenne Kafir. Kafir ist eine Bezeichnung für jemanden, der die Wahrheit gehört und verstanden hat und verworfen hat. Das ist ein Kafir. Aber ein Muschrik, der in Schirk aufwächst, er hat aber keine Botschaft des Islam, dann ist er Muschrik. Kafir gegenüber der Botschaft, wenn die Botschaft ihn erreicht. Und deswegen sage ich, er ist Muschrik für mich und er ist so gestorben und seine Sache ist bei Allah. Und Allah wird ihm eine Entschuldigung geben, wenn die Botschaft ihn nicht erreicht hat. Nicht ich habe das gesagt. Allah sagt das. Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, sowieso, Allah Rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wa la nadir faqad ja'akum bashirun wa nadir. Allah Ta'ala sagt, oh ihr die Leute der Schrift, unser Bote ist gekommen nach einer Unterbrechungszeit des Prophetentums, damit ihr nicht sagt, zu uns kam kein Warner und keine frohe Bote. Nun ist unser Bote und unser Warner zu euch gekommen. Das heißt, Allah Ta'ala bestraft erst, wenn die Leute die Botschaft gehört, verstanden haben und darauf verworfen haben. Aber ein Muschrik, der in Brasilien aufgewachsen ist und er hat niemals mit dieser Botschaft was verstanden und er ist gestorben, seine Sache bei Allah. Und pass auf, auch Sayyidina Isa a.s., Jesus sagt über diejenigen, die ihn und seine Mutter zu Götter genommen haben, er sagt ihn zu Azibhum. فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Wenn du sie strafst, dann bist du... Hier ist aber ein Unterschied. Ja? Imam Ibn Kathir erklärt diese Eier und sagt, er hat nicht gesagt, إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ja, gut. Es gibt einen Unterschied hier. Es ist eine gewaltige Sache. Wer im Schirk verstirbt, ist ein Muschrik und sein Heil ist nicht bei Allah. Aber Ibrahim, barakallahu fik, eine gute Aufmerksamkeit. Aber Ibrahim hat gesagt, إِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Aber schau mal ganz kurz. Ich wollte was sagen. Ich lehne nicht den Hadith ab. Es gibt einen klaren Hadith darüber, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass diejenigen, die nicht von mir gehört haben, wenn sie aber, du weißt, okay, wir kennen alle diesen Hadith. Es gibt Leute, die werden geprüft in Yawm al-Qiyamah. Und Allah kennt diese Leute. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, du hast erstmal gesagt, ich habe genau aufmerksam zugehört, wir dürfen nicht einfach so Muschrik sagen, Käfer. Das stimmt nicht. Nee, habe ich nicht gesagt. Muschrik schon, so wie er ist, sein Zustand. Das heißt, ein Buddhist, ich sage Buddhist. Ein Muschrik, der Götzendiener, ich sage Muschrik. Ein Hindu, sage ich ein Hindu. Aber für mich, nach meinem koranischen Verständnis, Al-Kufr, Allah Ta'ala sagt, wa man yakfur bil iman. Aber dann einen Moment ganz kurz. Ich gehe erstmal runter. Hier kommt Imam Abu Ahmed hoch. Er hat einen Sturm gebeten. Walaikum salam. Inshallah, bis gleich, ja? Ja. Aber schau mal, Abdulazim, du hast gesagt, der Muschrik, ne? Der Muschrik ist ja ein Muschrik. Es geht ja um den Muschrik. Aber der Muschrik betreibt doch Kuffer und deswegen wird er automatisch zum Käfer.
Und du hast zu uns gesagt, du kannst nicht einfach auf ihn Tekfir machen. Das gilt für die Muslime und das liegt allgemein. Al-Kufr ist immer eine bewusste Handlung gegen die Wahrheit, die dir vorgestellt ist. Das heißt, wenn Rasulullah mit einer klaren Botschaft zu dem zu den Mushrikin kommt und er sagt inni rasulullah bayna yaday adabin qarib und er sagt und er erzählt ihnen und sie sehen die Wunder und sie sehen seine und sie verleugnen das, ab da sind sie Kuffer. Ich rede okay. jetzt darüber, dass die Leute diese Botschaft okay, bis eine Sekunde bitte. Barakallahu fiku, jazakallahu khairan. Nur eine Sekunde, Bruder. Ich will nur eine Sache sagen, inshallah. Hat dieser Käfer, hat er von sich aus gesagt, er ist Muslim? Barakallahu fik, das wollte ich gerade sagen. Deswegen, ich nehme ihn auch nicht als Muslim. Alhamdulillah. Tayyib, wenn er selber nicht sagt von sich aus Muslim, warum gehen wir diese Sache rein und sagen... Wer sagt dir, dass ich ihn Muslim nenne? Alhamdulillah, weil wie gesagt, diese Diskussion ist gerade die ganze Zeit hin und her, obwohl es in der Mitte ist. Tayyib, Achi, Alhamdulillah, ich habe mehrmals gesagt, ich nehme ihn nicht als Muslim. Alhamdulillah, noch auf eine Nukta. Wir bleiben hier stehen, inshallah. Er ist kein Muslim, Alhamdulillah. Tayyib, wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bihali. Allah weiß, was mit ihm ist. Allah sagt, und inshallah nachtum bihada, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, tilka ummatun qad khalat, laha ma kasab, wa lakum ma kasabtum, wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sie haben das bekommen, ein Erfolg, sie haben gelebt, sie bekommen das, was sie getan haben. Und ihr bekommt das, was ihr getan habt. Haben sie Schirk gemacht, waren sie Muslime, sie bekommen das von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihr werdet nicht danach befragt, sie getan haben. Das heißt, warum gehen wir über einen Menschen rein und versuchen irgendwie in den Islam reinzukommen, obwohl er selber von sich sagt, er ist kein Muslim. Fanaqaf, la'alla Allah, kann sein, Allah bestraft ihn. Kann sein, Allah, subhanahu wa ta'ala, bestraft ihn. Kann auch sein, Allahu a'lam. Allah ist mit ihm barmherzig und die gibt ihm das Paradies. Aber das ist nicht unangenehm. Das ist Allah. Inil hukmu illa lillah. Wir wissen, Allah kann bestrafen und Allah kann vergeben. Genauso wie uns vier. Alhamdulillah, das. Allah ist khair. Uns ist verboten, verboten worden, dass wir für diejenigen Bittgebete verrichten, die Götzendiener sind. Und nachdem uns klar geworden ist, dass sie zu den Höllenbewohnern sind. Nun haben wir, Entschuldigung, nun haben wir über eine andere Kategorie gesprochen. Das sind Menschen, die nicht Muslime sind, aber er ist nicht als Götzendiener, sondern er bezeichnet sich als Monotheist und glaubt daran und stirbt so. Ich erlaube mir, durch den Koran selbst für ihn zu hoffen. Weil ich... Zu hoffen, natürlich. Deswegen, warte mal, es ist mir nicht verboten für einen. Er ist nicht Muschrik und er ist nicht Muslim aufgrund dessen, dass er nicht in Marokko oder in Albanien aufgewachsen ist, sondern in ganz weiten Russland. Genau. Und er ist gestorben, hat sich bemüht und er ist auf den Ein-Gott-Glauben gestorben. Für mich, die Ayah, die das verbietet, gilt ja nicht für ihn. Deswegen erlaube ich mir, für ihn zu beten. Und derjenige... Ja, verzeih mir ganz kurz. Warte mal, ich beende jetzt mit einem Satz. Deswegen, derjenige, der mir verbieten möchte, für einen zu beten, der an Allah einzig und alleine glaubt, und er ist gestorben, ohne diese Botschaft im Klaren zu verstehen, dann sage ich ihm, wie willst du mir das erlauben, mit welchem Vers? Wenn er mir den will keiner dir erlauben. Will dir keiner erlauben. Sag doch, Allah ist Urteil. Abdulazim, du kannst Dua machen, für wen du willst. Es interessiert uns nicht. Dein Zustand wirst du bei Allah, du wirst ganz alleine bei Allah sein, splitterfasernackt. Du musst selber Rechenschaft abgeben müssen. Es geht nicht darum, was wir denken oder was du über uns denkst, sondern es geht ja jetzt gerade darum, ne, kannst du das so vereinbaren? Schau mal, du hast keinen einzigen Beweis, dass dieser Muschrik tatsächlich ein Muslim war. Und trotzdem, verzeih mir, trotzdem sagst du, einen Moment, und trotzdem sagst du, wer will mir verbieten, für ihn Dua zu machen und so weiter und so fort? Weil ich kein Verbot habe. Bruder Abdul Alim, gib ihm bitte den Verbot.
Warte, warte. Ich möchte drei Dinge sagen. Erstens, wir müssen die Probleme, die über den Bruder Abdelalim herrschen, kategorisieren. Sagen wir mal, wir machen zwei Kategorien daraus. Die eine sind diese Probleme, die schwerwiegender sind bezüglich Aqida. Und die anderen sind Dinge, die viel leichter sind bezüglich Hund und bezüglich Ja, Musik genau, und andere Dinge. Das ist das ist viel, viel ja, leichter. Alhamdulillah, Den darüber kann kann man man reden. viel, viel besser leben. Ich denke, dass der Bruder im Grunde eigentlich sich falsch ausgedrückt hat. Inshallah, ich hoffe für ihn, dass er sich falsch ausgedrückt hat. Und dass er es damit erklärt, wie er es auch hier erklärt, yani, er sieht ihn als jemand, der nach der Wahrheit gesucht hat und daraufhin dann, inshallah, irgendwo die Wahrheit gefunden hat, aber niemanden gefunden hat, der ihm sozusagen die Shahada vorsagt. Und deshalb sein Heil ist bei Allah und wir hoffen uns von ihm, wenn er ehrlich war, auf der Suche nach der Wahrheit, dass Allah ihn morgen die Prüfung bestehen lässt und einen Bewohner des Paradieses wird. Das ist aber wiederum eine andere Sache, ob wir für ihn Dua machen wie für einen Muslim, der als Muslim gestorben ist oder nicht. Und Na, natürlich ist nicht jeder, der die Wahrheit nicht bekommen hat, ist automatisch ein Kafir in dem Sinne bei Allah, dass er verloren ist in sehr gut, jeglicher Hinsicht. sehr gut, Allah tabaraka wa ta'ala sagt: Rusulan mubashirin wa mundirin, sehr li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. gut. Die Gesandten sind Warner und Erfreuer zugleich, auf dass die Menschen morgen vor Allah kein Argument haben, nachdem die Gesandten zu ihnen gesandt worden sind, also nachdem die Wahrheit zu ihnen gekommen ist. Damit die Wa man Menschen. kunna mu'adhibina hatta naba'atha rasula, wie er gesagt hat. Und wir haben niemanden bestraft, ohne dass wir zu ihnen die Gesandten mit der Botschaft gesandt haben. So, wenn jemand aber als Christ lebt und er sagt, ich glaube an Jesus Christus, oder als Jude glaubt, lebt und als Buddhist lebt und Götzen anbetet, etc. und er bekennt sich dazu, dieser, wenn er stirbt, sein Heil ist nicht bei Allah, sondern seine Lage ist uns bewusst. Nämlich, dass er ein Kafir oder ein Götzendiener war und dementsprechend vor Allah so auferstehen wird und die Strafe erhalten wird, die Allah für einen Götzendiener und für einen Kafir Selbst wenn vorbereitet hat. Ist aber jemand gestorben, er während er gesagt hat, ich glaube nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist und ich suche nach der Wahrheit. Und auf der Suche nach der Wahrheit, während er nur an einen Herrn geglaubt hat, ist er gestorben, so erhoffen wir uns für ihn, dass er die Prüfung am Yawm al-Qiyamah bestehen wird. Nichtsdestotrotz ist dieser kein Muslim in dem Sinne, dass wir seine Janaza beten, dass wir seinen Körper waschen, dass wir für ihn Dua machen, etc. Das ist der Unterschied. Ich denke, das, was du Habibi, gesagt hast. Abdulazim, ich denke, du hast einfach sprachlichen Fehler leider gemacht. Aber hör mal, mein Es lieber ist nie zu Bruder, spät zu korrigieren, es ist nicht guck zu mal, spät. das Problem ist, wenn jemand redet, du kannst das ihmaluhu ala afdali mahmal, entweder nimmst du das nach der besten Bedeutung, oder du verfolgst diese Strömung und diesen Trend, die mich verleumden und mich schlecht machen wollen, und sagst du, Abdulhabim macht die Menschen so und so. Thomas, Das, eine warte andere mal, Sache. das, was du gesagt hast, darauf stipple ich. Und Wollte genau auch das eine Sache meine ich. sagen. Ja, bitte, Bruder. Ne, tfadal, Abdullah Ali, bitte. Wir haben noch einen anderen Bruder, wir haben noch einen anderen Bruder, den ich für Allah liebe und schätze. Und der auch Inshallah. ein Daher ist. Ich will ihn nicht namentlich erwähnen, ich möchte niemanden in die Fitna reinziehen. Er hat auch einen Fehler gemacht, als er bezüglich einer Sache gefragt worden ist, hat er einen Fehler gemacht in der Aqida. So, was ich aber glaube, und auch, ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten diesbezüglich, und von den Leuten, die um ihn herum ständig sind, sagten zu mir, er hat sich falsch ausgedrückt. Das ist seine Erklärung. Kein Problem. Aber das Problem bei ihm war es, und ich denke auch bei dir ein wenig, ist es, diesen Fehler einzugestehen und zu korrigieren. Stattdessen versucht man, diesen Fehler zu erklären. Ja. Einfach gestehen, es kann an jedem passieren. Es ist Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, mehrere Fehler passieren. Und mehreren Sheikhul Islam vor ihm und nach ihm sind Fehler passiert. Wer viel redet und viel schreibt, der macht Fehler. Aber Genau, das und heißt wir nicht, dass kommen. dieser schlecht oder böse ist oder direkt abgestempelt wird. Augenbilder, niemals. Ihr habt immer Genau, noch euren Wert darauf. Aber Abdulaziz, manchmal den Fehler was besser wir dir eingestehen, sagen als wollen, versuchen, ihn zu erklären. okay. Okay. Was wir dir sagen wollen, ist einfach nur, guck mal, jeder kann Fehler machen, aber der Beste Natürlich. ist derjenige, der reumütig zurückkehrt. Das ist deine Okay. Chance, das ist deine Chance, dass du öffentlich Tauber machst. Dieser Satz, den du immer wiederholst, das ist deine Chance, das ist deine Chance, es klingt sehr nicht gut. Provoziert. Nahnu, Warum? guck Ey, mal, Leute, man sagt, Nahnu Ummat Dalil. für euch ist das vielleicht provozierend, für mein mich lieber ist Bruder, man warte mal bitte. Nahnu Ummat Dalil. Wir sind ein eine Umma, die immer mit Dalil geht. Ich möchte bitte nur Dorn. diese Meinung, die ich vertrete, diesbezüglich. Ist es die Meinung von Abu Hamid al-Ghazali und die Meinung von Ibn al-Qayyim und von weiteren Gelehrten? Abu Hamid al-Ghazali, der als Hujjat al-Islam genannt wird, eine Enzyklopädie in verschiedenen Wissenschaftsgattungen, er sagt, er glaubt, dass die meisten Menschen unter der Barmherzigkeit Allahs sind. Und dann teilt er die Menschen in drei Teile. Er sagt, der erste Teil sind Mu'minun und sie sind inshallah in Rahmatillah.
Und es gibt einen Teil, das sind diejenigen, die die Botschaft des Islam nicht bekommen haben. Und sie sind auch in Rahmatillah, weil Allah Ta'ala sagt, wa ma kunna mu'adhibin, wir strafen nicht. Das heißt, sie sind auch in Rahmatillah. Und dann gibt es Menschen, die die Botschaft Allahs bekommen haben, aber sie haben das verfälscht bekommen. Das heißt, dass der Islam eine Religion der Zerstörung und von Terror und so, und man hat nur das konsumiert und dann sagt, ey, was ist das für eine Religion? Das heißt, sie bekamen die Religion verfälscht, wie wir über Musaylim al-Kadhab und Al-Anzi und weiß ich nicht, wie die alle heißen von den Lügnern. Er sagt, auch sie sind bei Allah entschuldigt, weil die Botschaft nicht, ihnen nicht, sie nicht rein erreicht hat. Und dann bleibt ein Teil. Dann sagt er, das sind diejenigen, die die Botschaft des Islam bekommen haben, im Klaren. Und sie haben es verstanden und die Hujja hat sie erreicht und sie haben es verworfen. Dieser Teil bildet bei ihm dann die Minderheit. Guck mal, wenn Abu Hamid al-Ghazali jetzt stehen würde und sagt den Leuten, dann würde er so behandelt. Und Abu Hamid al-Ghazali leitet das nicht so von Hawa ab. Er liest das aus im Lichte des Korans. Und eine Sache, damit möchte ich beenden, nur diese Sache. Viele Brüder sagen, Aqida, wir dürfen in Aqida keine Meinungsverschiedenheit haben. Nein, das stimmt nicht. Falsch. Nein, das stimmt nicht. Ja, hör mal, in Aqida gibt es Usul und Furu'. Und in Fiqh gibt es Usul und Furu'. Das heißt, in Fiqh gibt es Dinge, die dich aus dem Islam rausbringen, wenn du sie verleugnest. Wenn du verleugnest, dass das Gebet zum Beispiel Pflicht ist, dann bist du nicht mehr Muslim. Al-Aqida, die Sahaba haben Meinungsverschiedenheit über Aqida. Zum Beispiel ist der Prophet immer emporgehoben mit Körper und Seele oder nur mit Seele? Haben sie Meinungsverschiedenheiten? Hal yu'adhabu al-insan bi-du'a'i ahlihi bi-buka'i ahlihi? Verzeiht mir, ich muss raus. Bruder, ich bin gleich fertig. Ich muss deine Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe es viel zu lange gesprochen. Ich muss raus, wirklich. So sehr doch benutzt. Geh, Bruder. Danke, danke. 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 Also die Aussage, man darf in Aqida keine Meinungsverschiedenheit haben, ist falsch. In Aqida gibt es auch Zweige, worüber die Sahaba selber uneinig sind. Hal ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hat er Allah wirklich gesehen? Das ist Ilmul Ghaib. Aqida ist alles, was Ghaibi ist. Das heißt, hal ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ist das eine Angelegenheit der Aqida? Ja. Gibt es darüber Ikhtilaf? Jawohl. Adab al-Qabr, durch das Weinen der Angehörigen. Ist das Reib? Ja. Aqida? Ja. Darf man darüber Meinungsverschiedenheit haben? Ja. Aisha verleugnet das. Und Abu Huraira sagt, doch wohl. Und es gibt, und Isra und Mi'raj und so viele Sachen sind in Meinungsverschiedenheit, die zu Aqida gehören. Deswegen ist es falsch, dass man sagt, Aqida fragt. Und diese Meinungsverschiedenheit, ob ich für Tolstoi bete oder nicht, gehört nicht zu den Fundamenten des Islam. Deswegen will ich den Brüdern sagen, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Immer haben die Menschen, nicht nur in Kafir und Muslim, sie haben gesagt, wie ich gesagt habe, Ibn al-Qayyim sagt, es gibt Menschen, die weder Kafir, la huwa bi mu'min, wa la huwa bi kafir. Er ist nicht Muslim und er ist nicht Kafir. Das sind Ausnahmen. Und wenn ich über solche Ausnahmen rede, dann sagt man mir, du machst die Menschen zu Muslime. Habe ich nicht gesagt, dass der und der Muslim ist. Aber ich sage nicht, dass er Kafir ist nach der koranischen Benennung, aber ich sage, er ist Majusi. Er ist Mushrik, er ist so. Aber Kafir, bei Allah subhanahu wa ta'ala wird er ihn fragen, hat er ihm die Botschaft erreicht oder nicht? Hat er sie verbrochen oder nicht? Wenn man diese Meinung nicht annimmt, das ist seine Sache. Aber mich als Irregehender und diese Sachverhalt als große Sache darzustellen, das ist falsch, meines Erachtens. Na, barakallahu fiqh, ich wollte nur eine Sache und die haben wir uns alle gestellt. Eine Sache. Warum beginnt eine Khutba mit so einer Provokation? Warum? Barakallahu fik. Aber guck mal, subhanallah, warum? Diese ganze Mas'ala, subhanallah, warum fängt man mit so einer Aussage an, subhanallah? Alles Hikma, Bruder. Ja, Hikma ist leider in die Hose gegangen. Dass wir jetzt darüber reden, Bruder, dass wir jetzt darüber reden, weißt du, vielleicht war nicht das angebracht, so kann man so denken. Aber Allahu a'lam, Bruder, hat irgendwo, man macht Fehler vielleicht. Mein Ziel und mein Zweck dabei war, dass wir Muslime endlich mal das schaffen, andere Menschen mit Barmherzigkeit anzugucken und mehr Barmherzigkeit zu lagern als nach dem Motto, oh, das haben wir gesagt. Ohne, Wallah, ohne, haben wir gesagt. Dialog. Ohne dass wir etwas
Halal ist zu Haram oder Haram zu Halal. Und das sind Astaghfirullah. mehrdeutige Sachen. Das ist alles. Na, subhanallah. Das habe ich am Anfang auch gesagt, und das haben die Brüder auch gesagt. Es geht darum, dass wir Duat, sei es Imame, sei es Prediger, sei es Schiuch und so weiter, dass wenn wir nicht mal wir es schaffen, subhanallah, uns um bestimmte Themen auseinanderzusetzen, miteinander darüber zu reden, wallah, dann gibt es kein Khair in uns. Dann gibt es kein Khair in uns, wenn, subhanallah, nur weil du eine Sache hast, ich rede nicht mit ihm. Astaghfirullah, kafartu, habe ich Kufr gemacht? Ja, wenn ich einen Fehler gemacht habe, komm her und belehre mich. Vielleicht habe ich wirklich einen Fehler gemacht, subhanallah, aber hilf mir doch und sei nicht ein Gehilfe vom Shaitan, subhanallah. Da ist aber auch vielleicht die Schiuch, subhanallah, die das direkt dieses in die Öffentlichkeit und nicht darüber gesprochen haben, subhanallah. Aber auch Auch zu tadeln. bestimmte Sachen zu Usul zu machen, ist es gefährlich. Es gibt Dinge, worüber man streiten darf. Kann, Ruhe. ja. Und auch ohne Verkrampftheit und ohne daraus zu machen, oh nein, und wenn du diese Meinung übernimmst, dann bist du das. Das ist, was ich bemängle. Das ist eine Sache, worüber die Ulama selber darüber auch ihr Wort verloren haben. Sie haben gesagt, ja, es gibt eine Ausnahme von denen. Lass es laufen. Warum machst du daraus eine Geschichte? Ja, wie Weißt du? gesagt, diese Art und Weise mit diesem Käfer und diese Rahma auf ihn und das ist war Und alles. außerdem, mein lieber Bruder, ich rede jetzt nicht jeden Abend und jeden Tag über solche Themen. Du, guck mal, sagen wir mal, diese Meinung ist falsch. Ertrinkt das nicht in dem Meer von den vielen guten Sachen, wozu man ruft? Man ruft zum Gebet, man ruft zu Brüderlichkeit, man ruft zu Verehrung Allahs, man ruft zu Tawhid. All das ist auf der Seite und dann sagst du, bist Dalmodil. Worüber? Deine Sache, du verstehst das so. Ich verstehe das so, aber nicht aus Hauer, sondern nach den Auslegungsmethoden der Großgelehrten und auch bestätigt mit Aussagen der Gelehrten. Ich gehe mit diesen Methoden zu dir und dann bezeichnest du mich als Dal und Modell. Wallah, meine lieben Brüder, statt dass man mich dabei tadelt, soll man eher die anderen tadeln und sagen, haltet mal Das den stimmt Mund, auch. haltet mal bitte den Mund und lasst mal den Bruder in Ruhe. Das sollte man lieber sagen. Bruder, was ich sagen will, wir Muslime, wir halten viel an die Vergangenheit fest. Immer, wir reden immer nur von Vergangenheit, Vergangenheit und wir labern, die Leute schreiben schon, ihr labert immer noch. Alhamdulillah, es ist wichtig, darüber zu reden, aber ich denke, irgendwann mal müssen die Leute auch verstehen, dass man neu anfängt. Alhamdulillah, wir sind jetzt hier, wir überlegen uns als Und die Muslime. Meinungen toleriert. Ja. Die Meinungsverschiedenheiten, die auf bestimmten Argumentationsinhalten aufgebaut sind, dass man sie einfach mit offener Brust und nicht als wäre das die Änderung des Islam und das ist Kufr und das führt zum. Das ist übertrieben. Das ist Fanatismus. So Ja. geht man nicht mit dem Islam. Alaikum salam wa rahmatullah. rahmatullah. Abdul Alim, was wolltest du sagen? Wallahi, Bruder, ich wollte nicht mehr, obwohl es sehr, sehr von Nutzen ist. Wie gesagt, ich hätte auch von Anfang an einfach sagen können, Auge Billah, ich möchte nicht debattieren, salam alaikum. Ja, nee, aber ich denke, das ist der falsche Weg, auch wenn einige Geschwister hier geschrieben haben, warum redet er überhaupt mit ihnen und wie kann man ihnen so Möglichkeit geben und Auge Billah und Mushrik und Kafir und Sindir und Rafidi und Nee, Alhamdulillah, der hat sich von an, geehrte Brüder, die da draußen zuhören, geehrte Schwestern, ich weiß, dass viele von euch leider nicht viel von Islam verstehen, auch wenn ihr gerne Leute abstempelt und ich möchte niemanden dabei beleidigen, aber erstens, er hat klar und deutlich gesagt und ich möchte wirklich nicht sein Anwalt spielen. Es geht mir hier einfach darum, die Fitna so klein wie möglich zu halten und inshallah zu versuchen, gemeinsam, sei es auch nur auf einen von 10 Nennern zu kommen, sei es auch nur auf einen von 10 Nennern zu kommen. Erstens, er hat bekundet, dass er Kitab und Sunna und den Ijma der Gelehrten als Basis für seine Religion. Zweitens, er hat bekundet, dass der die Rawafid, die Schia, die Sahaba und die Mütter der Gläubigen als Kuffar abstempeln und beleidigen, nicht als seine Brüder ansieht und sie nicht als seine Nachstehenden oder Verbündeten ansieht. Im Gegenteil, er sagte, jeder, der die Sahaba, die Mütter der Gläubigen liebt, den liebe ich und jeder, der sie anfeindet und sie beleidigt, ist nicht von mir und ich bin nicht von ihnen. Und ja, ich habe Und viel mit Ihnen nicht zu tun haben und mit Ihnen auch nicht zusammenkommen. Erstens, die richtig, Gefährten richtig. ehren und Barakallahu fik. respektieren. Allah Alhamdulillah, weil yahfadhik, viele ja werfen dir Sheikh. das vor, du bist ein Rafidi und du bist deren Bruder und dies und jenes. Ich möchte nur aus deinem Mund, ja, das ist von größerem Nutzen, wenn man es von dir selbst hört, als wenn ein jemand anderes sagt, nein, der ist so oder der ist nicht so. Und drittens, der Bruder hat auch hier erklärt, warum er Tolstoi als Beispiel
aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive, aus den Argumenten, die er verstanden und die ihn erreicht haben, als nicht Kafir betrachtet. Und das ist ein wichtiger Punkt und das ist eine wichtige Sache, auch wenn man am Ende nicht einer Meinung ist. Und ihr hört hier verschiedene Meinungen, verschiedene Aussagen, aber trotz allem, das ist eine Erklärung, die man respektieren muss, die man respektieren muss, denn wir müssen immer voneinander glauben, dass man nicht aufgrund der Gelüste, er hat ja mehr Schaden von dieser Meinung gehabt als Nutzen. Er hat ja keinerlei Nutzen davon gehabt, er hat den großen Schaden dadurch gehabt. Wie viele Geschwister haben ihn zum Kafir erklärt und zum Muschrik und haben sich von ihm abgewandt und haben ihn, Allahu Alam, vielleicht bedroht und beleidigt von Kopf bis Fuß. Yani, weil er sich davon, weil er diese Meinung angenommen hat. Das heißt, ich glaube, ich persönlich, ich, Abdullah Alim, glaube nicht, dass er diese Meinung aufgrund seiner Gelüste gefolgt ist, denn er hat nichts davon. Im Gegenteil, er hat nur Schaden davon. Deshalb respektiert das bitte, auch wenn ihr nicht eine Meinung seid, auch wenn ich nicht dieser Meinung bin. Ich habe eben erklärt, wie es ist. Yani, wir hoffen uns, dass sein Hal bei Allah, so wie das sein Zustand, so ist, dass er geprüft wird und die Prüfung besteht aufgrund dessen, weil er, inshallah, aufrichtig nach der Wahrheit auf der Suche war. Aber wir sagen nicht, dass er als Muslim verstorben ist. Und das Letzte, was er auch gesagt hat und er versucht hat zu erklären, ist, dass natürlich auch innerhalb der Aqida Streitthemen von den Sahaben, da sagt auch Ibn Taymiyyah selbst, rahmatullahi alayh, von den Sahaben bis hin zu den Gelehrten unserer Zeit gibt, auch im Bereich der Aqida, in bestimmten Bereichen gibt es Streitigkeiten. Was aber nicht heißt, dass jetzt in jedem Thema wir sagen, wir nehmen diese Meinung, weil sie mir besser passt. Weil es gibt immer einen Gelehrten, der eine Schallmeinung vertreten hat. Oder der eine Meinung vertreten hat, die wirklich weder Hand noch Fuß hatte. Aber generell gibt es natürlich innerhalb der Pia-Immer und innerhalb deren Schüler und Nachkommen viele Meinungen unter den Gelehrten, die stark begründet sind. Sowohl die eine Gruppe als auch die andere Gruppe. Und dann kommt es natürlich darauf an, zu was dein Herz mehr neigt und zu was dein Herz dich mehr leitet. Aber nichtsdestotrotz sollten wir versuchen, erstens einander zu respektieren, wenn nicht als Muslime, einige da draußen, wenn nicht als Muslime, dann als Menschen. Dann als Menschen zumindest. Aber allen voran natürlich als Muslime, auf das Allah subhanahu wa ta'ala sich inshallah unser erbarmt. Und wir sollten für unseren Bruder und für unsere Schwester, wenn sie aus unserer Sicht in die Irre gegangen ist, oder er in die Irre gegangen ist, ihn versuchen zurückzuholen, anstatt ihn zu beleidigen und Dinge zu unterstellen, die dazu führen werden, dass er nur noch weiter in die Tiefe des Ozeans sinkt, anstatt dass er am Strand, ans Ufer landet. Und das ist das, was ich mir wünsche. Für einen jeden da draußen, für einen jeden, der den Weg der Khawarij folgt, für einen jeden, der den Weg, extremen Weg der Murji'a folgt, für einen jeden, der den Weg der extremen Sufiten folgt, dass wir sie versuchen zu packen und zurückzuholen zu der Wahrheit mit schönen Worten, mit Argumenten, mit Anstand und Benehmen und nicht, indem wir sie von vornherein abstempeln, sie ignorieren und ihnen nicht die Möglichkeit geben, ihre Fehler einzugestehen oder ihre Fehler zu erklären, auf dass wir ihnen dann aus unserer Sicht unsere Wahrheit erklären können, mit der Hoffnung, dass sie diese annehmen und wir gemeinsam inshallah ins Paradies eingehen. Barakallahu fik, jazakallahu khairan für die schönen Worte, Achi. Ich glaube, das ist auch ein Hey, sehr aber ich guter freue mich, dass Abschluss, auch der Bruder Mann. Abdullah dabei ist. Inshallah lernt sich er und Abdullah ihm auch kennen. Und inshallah lernen wir Inshallah. uns alle noch besser kennen und kommen wieder zusammen, inshallah. Ich würde mich freuen, weil es bringt aus meiner Sicht Früchte mit sich. Das bringt Nutzen mit sich. Das bringt Nutzen mit sich. Eine Sache, ein paar Sätze. Wir dürfen nicht uns zu einem Maßstab oder zu Gutachtern oder zu Aufseher der Religion machen. Es gibt Sätze, zum Beispiel, was der Bruder gesagt hat: Wir geben dir die Chance. Oder du kannst Tauba machen. Oder lass uns unser. Oder, Wallah, meint das gut. Wallah, meint das gut. lass uns unserem Bruder helfen, damit er zurückkehrt zur Wahrheit. All diese Sätze beinhalten eine Art, also man kann sowas sprechen, nur wenn man sich schon so eingestuft hat, dass man in der Wahrheit ist. Und nach dem Motto, ich gucke dich mit Barmherzigkeit an und inshallah, ich helfe dir, dass du zurückkommst. Und das ist eine Grundeinstellung, was ein Alim nie machen darf. Ra'i, sawab, yahtamilu al-khata. Wa ra'yu muhawiri, khata, yahtamilu al-sawab. Das ist die Grundlage. Man kann niemals sagen, ja, ich gebe dir die Chance und du kannst jetzt Tauba machen und du kannst jetzt vor den Leuten erkennen, dass du falsch lagst oder. Dabei sagte ich den Leuten, diese Einstellungen über Muslim, Nicht-Muslim, Kafir und Nicht-Kafir, das sind Sachen, dieses Verständnis, was ich gewonnen habe, nicht nur auf, durch Auslegungsmethoden des Korans und auch durch Aussagen der Gelehrten, die das Gleiche vertreten. Ich fühle mich dabei wohl und ich fühle mich auf der sicheren Seite und dass ich mich da irre, dann sage ich bei Allah, ja, ich habe mehr Barmherzigkeit an. Das ist gut.
Ich möchte mich aber nicht da irren in der anderen Seite. Und deswegen, das wiederhole ich nochmal, wir dürfen nicht Streitigkeiten über Zweige zu einem Fundament machen, womit wir Menschen ausschließen und also diese Exklusion durchführen. Ihr gehört nicht zu der. Und das ist Fanatismus. Das dürfen wir nicht machen. ولكن لا ننسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Gut, im Guten. Im Guten. Also ich habe nur ganz kurz für die, die keine Arabisch sprechen. Aber Ahmed, ich hab am wenigsten geredet, ich wollte mal ganz kurz was loswerden. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Bruder? Bitte schön, Bruder. Was mich von innerlich ein bisschen verletzt, dass wir mit Verbrechern hier auf TikTok mit weichen Händen so behandeln. Aber Leute, die gläubig sind, direkt, verstehst du, was ich meine? Und das, weißt du, die Leute, die Verbrecher sind, die, keine Ahnung, die schlimmsten Leute, behandeln die wir nur gut, Fitna machen. Schicken wir noch Geschenke. Verstehst nur du? Fitna machen. Aber so ein Mensch, der gläubig ist, den versuchen wir nicht nahe zu bringen. Den versuchen wir noch zu abzustempeln. Wollte ich mal wissen. Barakallahu fiq, achi, jazakallahu khair. Das stimmt wirklich, achi, subhanallah. Und das ist wirklich ein Appell an uns alle Muslime, subhanallah. Nur wenn ein Muslim, und das meine ich wirklich ernst, subhanallah, nur weil ein Muslim irgendeine Angelegenheit falsch ausgesprochen hat, falsch artikuliert hat, falsch gemeint hat oder sonst was, subhanallah, stempel ihn nicht direkt ab. Ja, ja. Achi, subhanallah, achi, subhanallah, jeder macht Erfahrung. Und Abdul Azim, barakallahu fi, er hat mehr Erfahrung als wir alle, er ist älter als uns, subhanallah. Er hat viel erlebt, er hat viele Moscheen besucht, subhanallah, und viele Menschen kennengelernt. Du siehst, dass Menschen zwar aufrichtig sind und selbst aufrichtige Menschen manchmal einen Fehler machen und nur diesen einen Fehler kannst du nicht daraus sagen, khalas, er ist ein Murji. Ja. Er ist ein Khariji, er ist ein Takfir. Ja, achi, salli an Nabi, achi. Er ist ein Mensch, so wie du und ich ein Mensch bin, subhanallah. Und da muss man wirklich darauf aufpassen, subhanallah, dass man nicht direkt einen Menschen verurteilt, denn Allah subhanahu wa ta'ala urteilt, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden alle vergeben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Einheit festigen und unsere Herzen reinigen. Allahumma amin. Allahumma alif baina qulubina, ya rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. جزاكم الله خير بارك الله فيك وفيك بارك الله اخي ich denke es ist ein guter Ansatz was du gesprochen hast ich finde Abdul Halim und Bruder Abu Ahmed so wie ich mir ein Daia vorstelle einer der dazu geneigt ist Entschuldigungsgründe zu suchen für den Bruder und itzachid li achika 70 udran fa in lam tajid fa qul Allahu a'lam und denke immer noch weiter gut. Das ist eine gute Basis, damit beeinflusst ihr auch eure Zuhörer im guten Sinne. Weil alles, was mit Groll und Mutmaßungen und Urteile und so, das verschmutzt die Herzen und das macht sie einfach kaputt. Und das brauchen wir nicht. Und lassen wir das im Kopf. Wir sprechen hier nicht über Arkan, Islam und über Usul, Ad-Din. Wir sprechen hier über Dinge, die mehrdeutig zu interpretieren sind. Da kommt ein Bruder und sagt mir, ja, aber Ibn Taymiyyah sagt so. Okay, Ibn Taymiyyah sagt so, aber Abu Umar sagt so. Also Ibn Abd al-Barr sagt so. Ja, es gibt halt mehrere Perspektiven, wie man einen Vers erklärt. Und die Sahaba selber haben diese verschiedenen Deckschulen. Wir kennen ja alle Azaim Abdullah ibn Umar und Rukhas Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas neigte immer zu Erleichterung. Ja, la ba's. Ach, la ba's. Ach, la ba's. Abdullah ibn Umar, von seiner Art, er neigte immer zu sagen, nee, lieber weglassen. Nein, lieber weglassen. Das sind zwei verschiedene Richtungen. Ich möchte zu der anderen Richtung gehören. Erleichtern. Aber alles im Rahmen des Mehrdeutigkeits. Und die Mehrdeutigkeit ist Rahma. Deswegen gibt es den Hadith, obwohl es da'if ist, aber der Sinn ist richtig. اختلاف أمتي رحمة اختلاف ist an sich رحمة und der Koran bezeugt das ولذلك خلقهم also الآية ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم أي قال العلماء للاختلاف خلقهم damit sie unterschiedlich leben dafür hat er sie erschaffen كان الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين وده دي آية دي andere ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. فجمعهم على اليهود كمان سبحان الله. Und er sagt, ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. يعني
Er hat euch Bücher gegeben. Juden hat er ein Buch gegeben, Christen hat er ein. Aber ihr schaut genau, wie wir damit umgehen. Ob wir das Gute und dass wir sagen, wa ilahuna wa ilahukum wahid, ta'alu ila kalimatin sawa'in bayna, oder wollen wir eher Krieg durch Worte und den und den. Das nutzt nicht. Und der Prophet sagt zu ihnen, Bashira, also zu Abu Musa al-Ash'ari und zu Mu'adh ibn Jabal, Bashira, und sie gehen zu den Christen und zu den Juden in dem Jemen. Und er sagt, Bashira, wa la tunaffira, wa yassira, wa la tu'assira. Das heißt, die Botschaft, wenn du zu den Juden und Christen, das heißt, wenn du zu den Völkern, die andersgläubig sind, neige zum Tabschir und nicht zum Tanfir. Bashira wa la tunaffira. Manche sagen, nein, ich muss Indar machen. Ja, Achi Karim. Indar kannst du machen, wenn du denkst, es bringt was. Das ist ja die Basira und die Hikma. Aber wenn Rasulullah sagt, Bashira wa la tunaffira, das heißt, neigt zu Tabschir mehr als zu Indar. Das war eine Empfehlung von Abdul Adim, Afwan, Entschuldigung, dass ich dich da reingebracht habe jetzt in diese Diskussion. Wir wollten eigentlich über etwas anderes reden. Aber subhanallah, wir haben ja 2-3 Stunden darüber geredet. Alhamdulillah ist auch khair. Aber was ich dir sagen wollte ist, guck mal, vergeben ist ja auch sehr wichtig im Islam, oder? Auf jeden Fall. Und das, was die Leute mit dir gemacht haben, bist du bereit oder wärst du bereit, diese Leute zu vergeben? Weißt du, es ist fahrlässig und sehr, sehr, sehr gefährlich, wenn ich sage, ich vergebe ihnen. Ich sage es dir. Es ist fahrlässig aus dem Grund, dass man das auf leichten Schultern nimmt. Ich würde den Leuten eher die Option offen lassen. Und ich sage, ich will dazu nichts sagen. Ich kommentiere das nicht. Verstehst du? Und ich möchte das mit Absicht so sprechen, damit derjenige ein bisschen gewackelt und gebebt wird. Oh. Wird er jetzt verzeihen oder wird er nicht verzeihen? Deswegen sage ich heute nicht, alle, die in diesen Fitna teilgenommen haben und Sachen verbreitet haben und mich als Munafiq und Mulhid und so, ich habe ihnen heute verziehen und guckt mal, Abdul Azim, Mashallah, gibt ein Vorbild von einem Verzeihenden und Allah sagt im Koran und so weiter. Kenne ich all diese Geschichten, kenne ich. Aber ich möchte das heute gar nicht sagen. Ich behalte das bei mir und ich sage nicht, ich vergebe ihnen. Vielleicht will ich doch vor Allah gegen jeden Einzelnen stehen und von ihm mein Recht zurückholen und vielleicht was anderes. Abdul-Alim, Afwan, ich habe dir reingesprochen. Abdul-Alim, schau mal, zum Schluss nochmal, inshallah, weil viele Leute leider, Allahu Mustaan, hören nicht auf, allerlei Dinge zu schreiben, Allahu Mustaan. Ich frage dich ein paar Sachen, nur kurz und knapp, bitte. Wallah, das ist nicht für mich, weil wir werden auch privat schreiben, inshallah, uns auch beten, wenn Allah erlaubt, treffen. Und ich finde es auch sehr traurig, dass du sagst, yani, die Leute, die gegen dich vielleicht Videos gemacht haben, ich habe wirklich diese Sachen nicht groß verfolgt. Ich habe nur einige Sachen mitbekommen. Weil du bist nicht das Hauptthema, ich bin nicht das Hauptthema. Wir sind kleine Leute letztendlich. Du bist viel größer als wir, du bist älter, du hast mehr Wissen, du hast den Koran in deinem Kopf und die arabische Sprache beherrschst du sehr gut, das weiß ich auch nochmal. Aber nichtsdestotrotz, du bist nicht das Hauptthema, ich bin nicht das Hauptthema. Und ich finde es schade, dass die Leute mit dir in einer Stadt leben und nicht die Möglichkeit finden, mit dir gemeinsam zu sitzen und zu diskutieren, stattdessen aber sich die Zeit nehmen, ein Video mit viel Aufwand zu machen und überall zu verteilen. Das ist für mich keine Gerechtigkeit. Und dabei meine ich niemand persönlich, ich rede im Allgemeinen. So wenn morgen mir das passiert und hier sind andere da hier in Bonn als Beispiel, ich lebe in Bonn, und sie kommen nicht, obwohl sie mich kennen seit Jahren und sitzen mit mir und reden über diese Fehler, stattdessen machen sie Videos gegen mich, wallah, ich würde das als großen Wulm empfinden. Als große Ungerechtigkeit empfinde. Allen voran, wenn man sich kennt. Aber ein anderer, Heide Schala, um zum Schluss zu kommen, denn ich muss leider langsam raus. Du bekennst dich zu Koran und Sunna. Und zum Ijma von Ahlus Sunnati wal Jama'a. Und zum Ijma der Gelehrten. Richtig? Das habe ich ja. Ich habe diese Sachen mehrmals. Ich möchte das nur für einige, die vielleicht später dazugekommen sind. Wenn es nötig ist. Du liebst die Sahaba, du liebst Ahlul Bayt. Und die liebte Frau des Propheten, a.s. Ich wiederhole, was ich am Anfang gesagt habe. Bitte, du hast einen Wandel gemacht. Kannst du uns erklären, was ist mit dir passiert? Ich sage, ja, jetzt erkläre ich, was mit Abdul Azim passiert ist. Abdul Azim, dieser Abd al-Da'if, er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad al-Abduhu wa Rasuluh. Barakatauba. Warte mal, das ist nicht Tauba. Das ist eine Bestätigung von dem, worauf ich lebe und worauf ich sterben möchte. Und ich sage, die Quellen
meine Religion ist Nummer 1 Al-Quran, Nummer 2 Al-Sunnah, Nummer 3 ist Al-Ijma. Und ich bin grundsätzlich in Bezug auf die Ibadat, ich bin Maliki nach der medinensischen Rechtsschule. Das heißt, bei mir kommen die Amal Ahlul Madina Praxis, Handlung und Maslah al-Mursala und Sadbab al-Dara'i und solche Auslegungsmethoden. Und dann sage ich, ich bin Sunni bis zum Knochenmark. Und, Alhamdulillah. Und Allahu Akbar. Und jeder, der al-Mu'minin Aisha oder die Sahaba radiallahu alayhim, Umar oder Abu Bakr oder Umar, insbesondere Sheikhan, beleidigt oder verleumdet, ich will nicht mit ihm zu tun haben und nicht mal mit ihm auf einen Tisch des Dialoges sitzen, weil der Dialog eins fordert. Er fordert den gegenseitigen Respekt. Respektiere meine Idolen, so respektiere ich dir deine Idolen. Und ich sage auch nochmal, wal haram, haram, ما حرمه الله والحلال ما أحله الله وبين ذلك اختلاف علماء وفيه رحمة كثيرة ولا أحرمه ich verbiete nicht was Allah erlaubt hat und ich erlaube nicht was Allah verboten hat und Haram und Halal sind eindeutig und ausführlich dargelegt und ich halte an die Fundamenten des Islam und glaube an Allah und jüngsten Tag und an den Koran und an die Engel und an dem Jenseits. Und ich liebe die Sahaba Ridwanullahi alayhim. Und ich liebe den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich rufe zu Allah ta'ala, bil hikma wal maw'id al hasana, wie Allah es mir gegeben hat. Und ich will als gläubig leben und als gläubig sterben. Und ich will auf dem Weg der Da'wa sterben, dass ich Menschen immer zum Weg Allah rufe. Mit Weisheit, mit Liebe, mit Barmherzigkeit und Hikma. Das ist zusammengefasst von der Sache. Und ich sage, und all diese Sachen, was man über mich verbreitet hat, entweder sind das gelogene Dinge, die aus dem Kontext herausgerissen sind, oder es sind Dinge, die zu den Zweigen der Religion sind und sie wurden euch so dargestellt, als wäre das eine Angelegenheit von Kufr und Islam, als wäre das ein Fundament der Religion, während das nicht der Fall ist. Und die Geschwister, die Alhamdulillah Tullab Ilm sind und die sich mit Kalam al-Ulama beschäftigt haben, sie werden feststellen, dass die Ulama in allen Zeiten sogar Meinungen, seltsame Meinungen genommen haben. Und sie waren was? Sie waren große Imame. Es waren große Imame des ersten Jahrhunderts in Mekka, die Zeitehe für erlaubt bezeichnet haben. Allah, Sunniten? Oh jawohl, Sunniten. Trotzdem bleibt der Meinung und sie wurden nicht verteufelt. Und es gibt Leute von den Ulama, die sagen, ja, Geschlechtsverkehr darf man zum Beispiel mit der Frau auch von ja, Anal und trotzdem bleibt das ein Meinung und trotzdem wurden sie nicht verteufelt. Und es gibt sogar noch viel mehr seltsame Meinungen und sie blieben Berge von Ulama und vertreteten auch ihre Meinung. Aber sowas kann man nur wissen, wenn man schon ein bisschen geschwommen ist in den Ilm. Und ich sage Astaghfirullah, ich bitte Allah um Vergebung, wenn ich durch bestimmte Themen Leute verwirrt habe, bewusst oder unbewusst, bewusst inshallah nicht, wie der Bruder Abdul Alim sagt, meine Absicht war immer gut, aufklären, Staub wegwischen, unsere Religion verteidigen, ins gute Licht bringen und auch in diesem Ort, wo wir sind, wir leben nicht in Saudi-Arabien hier, und nicht in Marokko. Wir leben nun mal in einer multikulturellen und religiösen Gesellschaft. Und unsere Herausforderung ist anders als die A'imma und Du'at in Marokko. Er wird mir nicht sagen, deswegen, das sind unsere Baustellen. Ich möchte jetzt das nicht in die Länge. Ich habe mich gefreut, dass Bruder Abdul Halim und Bruder Abu Ahmed so gekommen sind und zeigen, wie man das eigentlich macht. Sie sprachen deutliche Worte, gute Worte und haben gut vermutet und sind mit mir in Austausch gekommen, unabhängig davon, ob sie meine Meinung übernehmen oder nicht. Oder andersrum, wir bleiben Ikhwan und wir bleiben, wir haben keinen Groll,
kein Neid und kein Hass. Und wir entschuldigen einander und denken gut übereinander. Du verlierst dabei gar nichts. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, für euren Auftritt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer recht leiten, uns das Wahre als wahr zeigen und das Falsche als falsch zeigen. Und möge Allah uns dankbare Diener leben lassen und als dankbare Diener stellen. Und Jazakumullah, wenn ihr mir erlaubt, wenn ihr mir jetzt kein Wort, würde ich ein abschließendes Dua sprechen, dass wir unseren heutigen Abend abschließen. Inshallah, Bismillah. Inshallah. Allahumma. على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك والرضا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم طهر قلوبنا من النفاق طهر قلوبنا من الغل ومن الحسد ومن الشحناء والبغضاء يا الله all deinen Namen reinige unsere Herzen von Groll, von Neid, von Hass, von Heuchelei und von Lüge. Ja Allah, fülle unsere Herzen mit der Barmherzigkeit, mit Demut, mit Bescheidenheit, mit Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Ja Allah, zeige uns das Gute als gut, zeige uns das Wahre als wahr und das Falsche als falsch. Ja Allah, leite uns recht. Ja Allah, lege unsere Füße auf La ilaha illallah. Lass uns als gläubige Diener leben und als gläubige Diener sterben. Ja Allah, mach uns nützlich für das Gute. Ja Allah, vergib uns all unsere Verfehlungen und unsere Sünden, die wir kennen und die wir nicht kennen. Ja Allah, einige diese Umma und mach unser Morgen besser als unser gestern. Ja Allah, schaue auf uns mit den Augen deiner Barmherzigkeit. Schaue nicht auf unsere Fehler, auf unsere Verfehlungen. Ja Allah, jeder, der Fitna, Zwietracht und Groll und Hass und Missgunst unter den Reihen verbreitet. O Allah, dämpfe seine Gefahr und rück ihn bitte, ja Allah, nach hinten, auf dass er still wird und auf dass seine Stimme gedämpft wird. Und jeder, ja Allah, der zum Respekt und der zu der Liebe, zu der Barmherzigkeit ruft und dazu ruft, dass die Umma sich einigt und dass diese Umma zueinander steht, ja Allah, stärke die Reihen von denen und fördere sie, auf dass sie, ja Allah, nach vorne kommen und als Leuchter und Leuchttürme für die Irregehenden und für die Abgelenkten und für die Menschen, die ganz weit weg von deinem Weg sind. Lass sie, ja Allah, nach vorne kommen und lass sie als Leuchttürme sein für dich und für deine Religion. Ja Allah, das, was wir verfehlt haben, das kam nur von uns oder von der Shaitan oder von unserem Ego. So vergib uns das und schreib uns einen besseren Morgen, als was es war. Ja Allah, alles, was wir an Irre oder Irreleitung gesagt oder gesprochen oder gedacht haben, ja Allah, reinige uns davon und führe uns immer zum Guten. Gib uns, ja Allah, mehr Wissen und Weisheit und stecke darin die Liebe und die Barmherzigkeit und die Achtsamkeit und Gottesfurcht. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Ja Allah, gib uns nicht Wissen ohne Taqwa und gib uns auch nicht Religiosität ohne Wissen. So lass uns, ja Allah, beides kombinieren. Gib uns Wissen, womit wir erleuchtet sind, und gib uns die Taqwa, die uns in dieser Welt trägt und die am Tag der Auferstehung für uns fürspricht. Allahumma amin. O Allah, bewahre unsere Gelehrten und unsere Ulama, unsere Lehrer, unsere Mashayikh und jeder, der uns etwas beigebracht hat und der uns dazu geholfen hat, deinen Weg kennenzulernen und zu finden. Gib ihnen dein Lob, gib ihnen, ja Allah, dein Segen und gib ihnen, ja Allah, deine Rechtleitung
und belohne sie reichlich in diesseits und in jenseits, ja Allah. Ja Allah, ja Allah, wir bitten dich für all die Verstorbenen in den Erdbeben. Nimm sie, ja Allah, als Shuhada bei dir und erhöhe ihre Rangstufen nach oben. Die Verbliebenen von den Schwerverletzten, heile sie, ja Allah. Und diejenigen Witwen und diejenigen, die allein geblieben sind, gib ihnen Geduld, Standhaftigkeit, stärke ihre Azima und ihre Entschlossenheit, auf dass sie keinen Schaden, keinen psychischen Schaden davon tragen, auf dass sie hoffnungsvoll nach vorne schauen und dass auf dass sie bessere Gläubige werden, ja Allah. Schreib für diese Ummah das Gute. Wir bitten dich, ja Allah, auch für das Land, in dem wir leben und in dem wir hier aufgewachsen sind. Für Deutschland, ja Allah, lass Frieden hier herrschen. Ja Allah, bewahre Deutschland von Unheil der Unheilstiftenden, von Verderben und Verderbern. Ja Allah, bewahre Deutschland von jeglichen Akten an Unsicherheiten und an Zerstörungen oder an irgendeinen Anschlag, was unsere Sicherheit gefährdet. Ja Allah, lass Frieden hier herrschen. Ja Allah, all die Parteien und die Gruppen in Deutschland, die zum Respekt und zur Würde des Menschen stehen, zu Gerechtigkeit und Menschlichkeit stehen. Ja Allah, gewähre ihnen die Bühne der Macht und fördere sie und stärke sie in ihrer Verwaltung. Alle Parteien, alle Gruppen, die nur Zwietracht, Hass und Missgunst in den Schichten der Gesellschaft verbreiten, oh Allah, dämpfe ihre Gefahr und gewähre ihnen keinen Zugang zur Bühne der Macht. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Amiltu su'an. Wa zalamtu nafsi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli alayhi fil akhirin. Wa salli alayhi fil mala'il a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم ich habe mich gefreut über dieses Kennenlernen und lasst uns inshallah, ich lade euch gerne in Berlin ein zu einem Couscous, wo wir zusammen essen und inshallah auch plaudern. Jazakumullah khairan. بارك الله. One is fine. Aber ich komme gerne. vielleicht kann man zu Ramadan mal einen Iftar zusammen machen inshallah. Zum Beispiel. Sehr gerne inshallah. Sehr gerne. Danke schön, Barakallahu fikum, auch den Geschwistern, die aufmerksam zugehört haben und alle anderen, die leider kein Wort zugehört haben, stattdessen nur beleidigt oder kritisiert oder Unterstellung gemacht haben. Möge Allah sie zur Weisheit führen und ihnen vergeben, denn die meisten sind sehr jung und haben kein islamisches Wissen. Das wiederhole ich gerne noch einmal, weil sie müssen es zu hören bekommen, auf das wir inshallah alle lernen und begreifen und Weisheit sich aneignen. Möge Allah uns stets zu der Wahrheit führen, möge Allah von uns annehmen, möge Allah uns vergeben, möge Allah uns festigen. Möge Allah uns inshallah zu besseren Menschen machen, als wir von Menschen, von anderen gesehen werden. Und möge Allah uns das vergeben, was die Menschen nicht über uns wissen. Und möge Allah uns nicht für das zur Rechenschaft ziehen, was die Menschen über uns sagen. Ich danke euch sehr, Abu Ahmed, Abdul Azim, Arish, Ahmed. Ich danke euch allen. Möge Allah euch segnen und beschützen. Ich danke und inshallah wiederholen wir einen solchen Stream, auf das wir Nutzen ziehen, auf das wir Vorurteile abbauen und erklären. Meine Dinge, die im Raum stehen, seine Dinge, Abu Ahmed vielleicht, Allah, an jeder hat irgendwas oder irgendwen, der ihnen etwas unterstellt. Entweder wird man im Top der Khawarij eingestuft oder im Top der Murjia oder im Top der Sufia oder im Top der der und der. Es ist gut, wenn man die Möglichkeit bekommt, sich selbst zu äußern und zu erklären und zu sagen, was man ist und wer man ist. Ich würde sogar vorschlagen, für die nächsten Male, wenn wir das systematisch rangehen wollen, also ich bin offen für alle möglichen Vorschläge. Das ein ist Thema. Jetzt Thema, ein Thema. Genau, das ein ist Thema. Das wäre nur ein Thema. Nehmen wir nur ein Thema. Ja, es ist ein Vorschlag, vielleicht kommen andere Vorschläge von euch, dass wir vorab immer sagen, wir sprechen über ein Thema. Ja, es gibt ja Themen, wo jeder ein Input gibt und wir müssen ja nicht in Meinungsverschiedenheit sein. Und es gibt Themen, wo man disputiert, das heißt eine Art Monadara. Aber wenn man sozusagen sagt, ich bin in diesem Thema in der Lage, darüber auszutauschen, sich zu vertiefen, gar kein Problem. Lasst uns mal immer vorab das Thema so und dann kommen wir, das wäre systematisch, aber auch gut für die Zuhörer
Und vielleicht schalten wir immer nur Leute, neue Leute, die wir empfehlen und die eine Expertise haben in einem bestimmten Bereich, sage ich mal. Ansonsten, andere Vorschläge wären auch willkommen, inshallah. Natürlich, absolut, natürlich. Und jeder sollte eine gewisse Zeit haben und natürlich immer wieder, dann immer wieder, ja, damit man nicht einander ins Wort fällt und damit jeder bekommt die Möglichkeit bekommt, sich zu erklären. Das ist sehr, sehr wichtig, weil nur so schafft man wirklich Klarheit, weil die Menschen sind verwirrt. Die Menschen haben so oder so kein Wissen, leider nicht mal bezüglich den Fundamenten, geschweige denn Themen, die darüber hinaus sind. Aber so kann man inshallah dem einen oder anderen, der wirklich auf der Suche nach der Wahrheit ist, die Wahrheit erklären und die Falschheit genauso, auf dass sie inshallah dann bestimmte Vorurteile gegen einen jeden von uns abbauen. Und wallah, ich wurde auch kritisiert, warum ich mit dem Bruder Arafat live war. Da hat auch der Bruder Munir, Abunur, möge Allah schützen und segnen, ihn ins Live gerufen und viele haben mich kritisiert, wie kannst du, er ist ein Verbrecher und ein Clan-Boss und dies und jenes und er macht dies und er macht jenes, wie kannst du mit ihm live gehen und du hast mit ihm gelacht und du hast ihm gute Worte gesagt und Subhanallah. Wollen wir die Leute jetzt wirklich ertrinken lassen? Oder die Leute sind nie glücklich mit einem. Nie. Ahmed, das ist jetzt eine Aufgabe von dir und es wäre schön, wenn du das trägst. Da hast du viel. Also, Mashallah. Die Moderation zu machen. Man muss nicht wissend, groß wissend sein. Moderation heißt, wir sprechen ein Thema. Einer nimmt 10 Minuten, der andere nimmt 10 Minuten und so weiter. Und jeder kommt zu seiner Sache. Einfach Ordnung zu schaffen. Damit die Leute auch von solchen Unterhaltungen auch profitieren und lernen können. Also was soll ich sagen, Bruder, ihr seid die Moderatoren, ihr seid die TikToker. Ich bin neu hier, mashallah. Die sind jeden Tag live. Aber ich sag nur eine Sache, Bruder, inshallah, gemeinsam, wenn wir die Absicht nur machen, gemeinsam schaffen wir inshallah einiges. Ja, nur die Absicht zählt. Und es gibt sehr viele Brüder, wir müssen sie, wie soll ich sagen, die sind wie Diamanten, die im Boden versinken, ausholen und schleifen, Bruder, weißt du? Und nur zum Laufen bringen. Ich habe nur die Absicht gehabt, wirklich ein bisschen was aufzubauen, meine Belohnung zu nehmen und ich gehe raus, inshallah. Das ist so mein Anliegen. Ich habe am meisten Follower und subhanallah, das ist ein Zeichen von Allah, dass ich nur 12 Zuschauer habe. Alhamdulillah. Ich hätte über 400 dann. Ja, und ich sage Alhamdulillah, aber guck mal trotzdem. Warte mal. Du hast fast 1 Million Follower, ja? Und du hast 12 und du hast 12, die online sind, ja? Die sind 12. Warte mal, ich habe ja nur, ich weiß nicht, 3000 oder so und ich hatte 300, also bis zu 300. Dass du 12 hast, das spricht gar nicht für deine Gruppe. Und das sage ich, die Leute haben 600, 700 und subhanallah, bei denen, Alhamdulillah, ich sage, es hat nichts mit Zahl zu tun und inshallah, deswegen, guck mal, wie was für Brüder ich kennengelernt habe. Abu Ali, hier Abdul Alim zum Beispiel oder Imam Abu Ahmad und die ganzen Brüder auch, Abu Nuh und so, die kenne ich ja schon lange, aber das hat uns, Alhamdulillah, hier verbunden und das ist das Wichtigste. Hier ist auch zum Beispiel Mr. Reminder ist drin. Mashallah, das sind Brüder, die haben Potenzial, verstehst du? Und die Sache ist, dieses vielleicht bisschen scheu oder die Leute trauen sich nicht, sich anzusprechen oder so. Deswegen habe ich gedacht, subhanallah, das war meine Absicht. Ich folge niemanden hier seine, wie soll ich sagen, ich bin hier kein Schüler von irgendjemand, sondern ich bin einfach nur ein Muslim, der versucht, die Leute zusammenzubringen. Das ist meine Absicht, inshallah. Und das, was wir daraus machen, das ist bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja, nee, wir müssen die Absichten, inshallah, reinhalten. Und wie gesagt, ich habe die Nummer von den Brüdern. Wir können auch gerne eine Gruppe machen und irgendwie eine Idee aufbauen, inshallah. Für die natürlich, kein Problem. Auch gar kein Problem, inshallah. Und verzeiht mir, macht Hak halal, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe. Inshallah sieht man sich. Wallah, barakallahu fik, achi, du Imam Ahmad, Abu Ahmad, wo bist du? Wo lebst du? An der Nordsee. In welcher Stadt? Norddeutschland, Oldenburg. Oldenburg, okay, ja, das ist ganz, ja bei ja? Ja, genau, nein. Masha'Allah, masha'Allah. Wallah, barak fik. Inshallah sehen wir uns bald. Auch Bruder Abdul Aziz. Ahla wa sahla, ahla wa sahla. Gerne, inshallah, inshallah. Eine Sache noch, Abdulazim. Hier, ja, leider eine Sache noch, die Leute die ganze Zeit hier schreiben. Die sagen, du hast gerade Dua gemacht für die deutschen Parteien. Kannst du vielleicht das kurz nochmal erklären, damit ich raus, oder? Ich muss leider. Hat er wirklich mal gemacht? Aber ich hab auch, ehrlich gesagt, ich habe auch schon ein bisschen gezuckt. siehst du, das sind ja solche Sachen, die wirklich mit unseren Grundeinstellungen zu tun haben. Und zwar,
Aber war nichts Falsches, war nichts Falsches. Also, Ja, aber ich habe das, wir leben, man hört das so. in dieser Welt gibt das Gute und es gibt das Schlechte. Und das Gute ist unabhängig von Religionszugehörigkeit. Stimmt's oder nicht? Das Nein, Gute. gut und nicht gut. Genau. In Und wenn Allah du in la yanṣuru Surat hadha d-dīn walaw bi rajulin fāshir. Ahsant. Und Subhan. wenn du in Surat al-Ma'idah liest, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. Subhanallah. Geh zu der Tafsir und dann findest du, dass die Ulama von Tafsir sagen, dieser Aufruf ist ein allgemeingültiger Aufruf zum Fördern des Guten, egal wo es ist. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Sallallahu أو alaihi wasallam. دعيت لحلف الفضول لأجبت. Es war eine Allianz von den Götzendienern, eine als Allianz, Schutzallianz, die sie gebildet haben mit einem Korpus, mit Gesetzgebungen, um Schwachen zu schützen, um Witwen und so. Und sie haben sich, der Professor Hassim sah diese Allianzsatzung und er sagt, wenn ich dazu aufgerufen werde, als Mitglied zu werden, ich würde dazu kommen. Und er sagt, لو دعيت لحلف الطيبين, auch eine andere Allianz, la أجبت. Und das Gute ist gut. Deswegen jeder Mensch auf dieser Erde, der zum Guten ruft, ich möchte, dass er gefördert wird. Imam Ibn al-Qayyim, ich komme immer zu ihm. Warum? Weil Imam Ibn al-Qayyim ein Buch geschrieben hat, Ahkam al-Zimma. Und er hat genau diese Fragestellungen studiert, die im Zusammenhang mit Nicht-Muslimen zu tun haben. Und deswegen finden wir sozusagen unser. Zum Beispiel, er sagt, du gehst zu einem Beileid, zu einem, der nicht Muslim ist. Was machst du? Er sagt, bete für ihn. Du sagst ihm, Allahumma, es Allah ta'ala an yubarika laka fi rizqik, wa an yubarika laka fi sihhatik, wa an yubarika laka fi afiyatik. Das heißt, du betest für ihn, für diesen Mann, nicht für den Verstorbenen, sondern du sprichst Beileid bei seinen Angehörigen. Du sagst, alhaqahu Allahu bi khayri ahli millatih. Möge Allah euren Verstorbenen zu den Besten, Allerbesten von seiner Religion hinbringen. Sie fühlen sich ja wohl. Er sagt, unsere Besten, das sind die Mönche und so. Sehr, sehr gut. Und dann betest du für die Zugehörigen und sagst, O Allah, ich bitte Allah, dass er eure Gesundheit segnet und dass er eure Versorgung segnet. Jetzt, wenn sowas von mir kommt, ist es komisch, aber wenn das von den großen Ulama kommt, dann sagt er, haben Sie es gesagt? Ich lüge hier nicht. Also solche Sachen habe ich in Vorträgen mit Seitennummer und mit solchen. Und hascha lillah, dass ich über jemanden spreche, was es nicht gibt. Auch Imam Ahmed hat die gleichen Fatwa gegeben. Deswegen, man darf für die lebenden Menschen, egal welche Religionszugehörigkeit, man darf für sie beten, alle Bittgebete. Auch, oh Allah, vergib ihnen für die Lebenden jetzt. Oh jawohl. Ich kann sagen, Allahumma ghfir, oh Allah, vergib meine Schwiegermutter, die nicht Muslima ist. Die lebt. Oh Allah, vergib ihr. Woher hast du das? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hadith bei Bukhari. Und das war in der Schlacht von Uhud. Und er wischt das Blut von seinem Gesicht. Und er sagt, Allahumma ghfir li qawmi, fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, vergib mein Volk, denn sie wissen nicht. Das heißt, die Ulama sagen, für die Lebenden, bitte für sie. Bitte für Sie um das Gute. Und hier sagen wir, es gibt Parteien wie AfD und ihresgleichen. Sie verbreiten Hass und Missgunst. Ich sage, ja Allah, dämpfe ihre Kraft. Und es gibt Parteien, die zur Gerechtigkeit und sie schützen die Minderheiten und sie stehen zu ihren universalen Grundwerten, die ja auch gut sind. Wir sagen nur, Allah, stärke sie. غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. Allah spricht hier über zwei Parteien, die gar nicht muslimisch sind. Und er sagt, die Römer wurden besiegt und sie werden nach ein paar Jahren wieder siegen. Und dann sagt, und die Gläubigen freuen sich über den Sieg der Römer. Warum? Sie waren Ahlul Kitab, anders als die anderen. Also, für die Lebenden, für die Menschen leben wir, beten wir. Wir beten für die Schwachen, für die. Und deswegen die Duat. Und die deutschsprachigen Duat. Leute, ihr seid auch unter die Lupe. Und das ist normal. Wenn ihr euren Zuhörern solche Sachen reinbringt, diese Barmherzigkeit, die nicht nur auf Gläubigen einzuschränken ist, sondern auf die ganzen Menschen,
dann übernehmen sie eine gute Einstellung. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ Nein, لِلْعَالَمِينَ Dann lasst uns mal diese Aya verwirklichen. Wir sind eine Barmherzigkeit für alle Menschen. Und die da leben, ich bete für sie, für ihre Gesundheit, für ihre Versorgung. Aber ich bete nicht für Kriegsleute, Leute, die gegen den Islam und Iyadu Billah. Ich werde auch von Nutzen zu erwähnen, was Ibn Abbas radiallahu anhu mal gesagt hat bezüglich Frauen. Ja. Und einige Leute sagen, kann das bestätigen, ja, nicht, ob man Dua machen darf für die Lebenden. Natürlich darf man für die Lebenden Dua um Gesundheit und Wohlstand und Gutes machen. Allen voran natürlich für deren Rechtleitung. Denn wir wollen, dass es ihnen nicht nur in der Dunya gut geht, sondern allen voran in der Akhira. Es geht nicht um Rechtleitung, es geht jetzt darum, um weltlichen Sachen, wie zum Beispiel Gesundheit, Versorgung. Natürlich. Und so. Auch, ich sprich nichts dagegen. Genau. Aber Abdulladim, was hast du gemacht? Die schreiben jetzt alle wieder SPD und so. Ja. Guck mal, lass die Leute darüber schlafen. Das ist gut. Wir müssen aufpassen. Du hast gemeint, du hast gesagt, du hoffst, dass die Guten an die Macht kommen, auch wenn es Muschikin und Kuffar sind. Genau. Auch dass die bessere Gesetze erlassen für uns Menschen und Muslime im Allgemeinen, damit es den Menschen besser geht. Und nicht Tyrannen, die an die Macht kommen. Und die Menschheit mit den Füßen treten und ihre Rechte mit den Füßen treten. Ja. Das ist das, was du beabsichtigst. Nur damit die Zuhörer das verstehen, Schaber. Ich muss lachen, ja. Ich muss lachen, weil ich lache darüber. Also nach meinem Wandel sind diese Dua-Bittgebete für mich Standard geworden. Selbstverständlich, der Bruder gibt mich selbstverständlich und die kommen natürlich. Und ich lache jetzt darüber, dass ich noch jetzt, weil seit langer Zeit bin ich jetzt nicht in Austausch mit diesen Leuten. Ich lache darüber, dass die Leute sich darüber wundern und sagen, wie kann er jetzt? Hier schreibt jemand, mach doch Dua, dass die Scharia eingeführt wird, anstatt dass du Dua machst, dass diese Parteien an die Macht kommen. Wenn ich Dua sage, oh Allah, mach die ganze Erde zu Muslimen, dann habe ich gegen Allah gehandelt. Weißt du warum? Weil Allah diese Erde so vielfältig erschaffen hat und sie bleibt so. Sie bleibt so. Das heißt, ich werde gegen eine Sunna, ein Gesetz von Allah, was in der Erde ist, also diese Hizb ut-Tahrir, sie wollen die ganze Welt islamisieren. Ich sage ihnen, ihr handelt gegen eine Sunna von Gott. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird Juden und Christen und Feueranbeter von mir aus und Buddhisten und Hindu immer lassen. Wir müssen lernen, damit umzugehen, statt die Leute sozusagen, ja, aber khair, inshallah. Inshallah khair. Ich danke euch. Barakallahu fikum euch allen. Danke. Wünsche dir noch mal khair. Vielen Dank an die Leute. Allah yarzukum. Assalamu alaikum. Guten Abend, Jamal. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.